Lachen macht das Leben schön. Jetzt ist gleich soweit. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Mama! Ja! Herrschaft, nein, was schreist denn schon wieder so, Madl? Geht denn in dem Haus der Herrin gar nichts ein bisschen gedämpfter? Ha? Mama, du hast schon wieder Stachelbeeren in die Ohren. Was? Komm mal rein, ich hab da nämlich ganz was Wichtiges zum sagen. Das geht jetzt nicht, ich bin doch mitten unter der Gartenarbeit da. Schau meine Stiefel an, wie viel trägt das sind. Was willst denn? Mama, du musst dich unbedingt hinsetzen, weil wir die Dicken haut sich sowieso gleich um. Ja, dann ist sowieso nichts Gescheites. Ist ja auch bei der Familie nicht anders zu erwarten. Mama, jetzt geh bitte rein, weil für deine einzige Tochter wärst du schon 2 Minuten Zeit haben. Schau doch mal her, jetzt ist natürlich schon passiert, überall in Trageentregung. Jetzt ist mir auch schon wurscht. Geh weiter, zieh mir wenigstens meine Stiefel aus, wo ich sowieso immer so schlecht rauskomme. Du weißt, Mama. Na, jetzt geh weiter, hopp. Wie du wieder rumlaufst. Ja, mei, wie soll ich denn rumlaufen, hä? Soll ich vielleicht im Cocktailkleid die Beete umkrummen und das Unkraut rupfen? Hat der Papa schon recht, mein Gott, na, ihr junge Leute, habt's vielleicht so eine Ahnung von der Arbeit. Apropos Papa, wo ist denn der eigentlich? Der schneidet gerade die Stachelbeersträucher. Also doch Stachelbeeren. Ja, scheint so. Also pass auf, Mama. Ja. Schau dir diesen Briefumschlag mal ganz genau an. Weißt du, wo der herkommt? Na, sag einmal, machen wir jetzt vielleicht einen Quiz, hä? Da hättest du mich vielleicht nicht extra vom Garten reinholen brauchen, damit du mir einen Briefumschlag unter die Nase holst. Mama, dieser Brief ist aus London. London. Kennst du da jemand in London? Gell, das ist da, wo es irgendwie so neblig ist. Mama, ich krieg den Job als Au-pair-Mädchen. Was sagst du denn jetzt? Open-Air-Mädchen? Ja, was ist denn das? Au-pair-Mädchen. Hey, das ist sowas ähnliches wie der Kindernadel. Ja, willst du vielleicht nach London? Sehr richtig. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Du Mama, jetzt machst du aber einen Punkt. Du hast keinen Ton dagegen gesagt, wie ich auf die Anzeige in der Zeitung geschrieben habe. Und jetzt machst du vor mir so ein Theater. Das kann doch ich nicht ahnen, dass die ausgerechnet dich nehmen. Ja, sag einmal, wie kommen wir denn die überhaupt vor? Da bist ja du viel zu jung, dass du da jahrelang... Wie lange werden das? Bloß ein Jahr. Bloß ein Jahr. So ein Küken wie du, ein ganzes Jahr auf sich selber gestellt, ohne jegliche Aufsicht. Nein, 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 da geht schon gleich gar nichts. Ja, und dann überhaupt. Weiß man ja gar nicht, was die Engländer da drüben für Leute sind. Okay, Mama, das sind Leute wie mir auch. Jetzt stell dich doch nicht so an. Jedenfalls kriege ich den Job und ich nehme ihn auch. Wenn ich schon so eine sagenhafte Chance habe, dass ich von der Welt was sehe. Du lernst jetzt erst einmal einen anständigen Beruf und dann werden wir schon sehen, was du für Chancen hast. Nein, Gott, nein. Der Papa, wenn das hört, du da meine wär spitzen. Du Mama, ich bin fast schon alt genug. Ah, das klang noch nicht. Ich rufe jetzt einen Papa rein, der wird dir dann deinen Marsch nach London schon blasen und dir deinen Open-Air-Tick austreiben. Ihr seid ja sowas von altmodisch. Mhm. Hinterm Mond seid ihr. Lass mir auf jeden Fall von euch zwei nicht meine Zukunft verbauen. Wegen so einem Schmarrn? Muss ich öfter von meinen Stiefeln raus. Oh, ich sowieso aber so schlecht Mädchen, verstehst du? Sag mal, Schüssel, kommst jetzt du heute noch oder wie oder was? Ha? So, kommt dir deine Tochter gleich erzählen, was die für Flausen im Kopf hat. Du, nach London will sie. Als Dings da, als was? Als was jetzt gleich, ha? Als Au-pair-Mädchen. Ja. Das ist eine ganz solide Sache. Ja, zwei kleine Kinder müsste ich beaufsichtigen und sonst nichts. Naja, ein bisschen kochen noch. Hab ich dir kochen gehört, ne? Das ist doch der allergrößte Witz. Willst du diese Familie in London aushungern? Glaubst du, du bist vielleicht gemein, Mama? Nach London willst du? Ja. Ja, ist das schon perfekt, ne? Ja. Prima, ich gratuliere dir. Ha? Ja, ja, das ist doch schön, wenn das Kind einmal aus unserem Kauf rauskommt, oder nicht? Sag einmal, was denn? Ja, willst du diesen Wahnwitz auch noch unterstützen, ha? Ja, ja, warum denn nicht? Und übrigens, stehst du mit deinen dreckigen Gummistiefeln auf dem Teppich.
Ja, du doch auch, das sieht ich doch falsch. Lenkt nicht ab, ich hab's erst gerade herunten gehabt. Papa, du bist klasse. Was du hast also gar nichts dagegen. Ja, aber warum denn, Mann? Du bist doch alt genug, dass du deine freche Nase meinen anderen Wind streckst. Ne? Wann soll's denn schon losgehen? Du, so bald wie es geht. Mein, ich freu mich schon so, Papa. Ja, also. Ach, wie schön. Was? Dass ihr zwei einmal einer Meinung seid. Freut mich ungemein. Auwe, Mama redet Hochdeutsch, dann wird's kritisch. Trotzdem danke ich dir recht schön, Mama. Auf alle Fälle bin ich dagegen. Tja, du bist aber überstimmt. 2-1. So, und jetzt rufe ich die Susi um. Das muss ja unbedingt erzählen. Also, was ist, Willi? Das war nicht schön von dir, dass du mir so in den Rücken fällst, wo du ganz genau weißt, dass ich ausdrücklich dagegen bin. Luisa, du bist ja immer und grundsätzlich dagegen, wenn unsere Kinder nur den Ansatz eines Versuches machen, ihre Nasen aus dem Nest zu strecken, oder? Das ist möglich, aber wir hätten drüber reden können. Und vor allem ohne Dorle. Und ich finde es einfach gemein, so über meinen Kopf hinweg zu entscheiden. Mhm. Jetzt weißt du, wie das ist. So machst du mir seit Jahren, ne? Außerdem macht mir das gar nichts aus, wenn unsere Kinder mal Flücke werden. Die hängen und sitzen uns schon lang genug auf unsere Taschen, auf unsere Nerven. Nein, jetzt übertreibst du mal wieder. Muss ich denn übertreiben? Nein, übertreib nicht. Ich freue mich, dass der Storle den Anfang macht. Ne? Und deine Buben, die sind gar kein Haus, die sind viel zu bequem, dass sie mal die Kurve kratzen. Ne? Mein Gott, wie redest denn du von deinen Kindern? Kurven kratzen? Ja, sei doch froh, dass sie die häusliche Wärme noch suchen und sich nicht auf der Straße rumtreiben. Häusliche Wärme? Ja. Ja, die suchen schon zur richtigen Zeit. Die wissen es ganz genau, um das auszunützen. Brauch bloß an meine Telefonrechnung, Dinger. Da geht mir der Blutdruck auf 180. Ja. Was glaubst du, wie lange das Gespräch mit der Susi wieder dauert? Hm? Jetzt bist ja bald deine einzige Tochter los. Was? In die Fremde wird sie hinausgestoßen, in die raue Wildnis. Luise. Ohne Schutz und ohne Hilfe. Mei, bitte dramatisiert und die Sache nicht. Das Kind wird nicht gestoßen, die geht von selber. Und ausgerechnet nach London, da wo es ununterbrochen neblig ist. Nur beim Sherlock Holmes, ja? Ma, also Gomez, vielleicht du machst es doch ein bisschen leichter wie es für dich dann, ne? Mei, die Kinder, die müssen einfach die Nabelschnur durchbeißen, ne? So, meinst du? Ja, meine ich. Meinst du? Ja. Ja. Dann fragst du mal einen Kali. Ja, ne? Dann wirst du schon sehen, was auch los ist. Wenn sie noch jung ist, die Dorne, noch ein Kind, aber das macht nichts. Die sollen auch erwachsen werden, ne? Sonst werden sie sowieso zu scheiden. Ja, und jetzt gebe ich den Garten zu meinen Stachelbeerstreicher. Eins hast du noch nicht begriffen, dass die Zeit gekommen ist. Das ist das Problem bei dir. Ja, da. Hauptsache, dass du nicht wieder einen Regen ins Wohnzimmer reingegangen hast, gell? Überhaupt nicht zu glauben, dass das Mädel ohne Vorwarnung einfach fortgeht von daheim. Ich konnte es überhaupt nicht glauben und noch dazu so weit weg. Das halte ich nicht aus. Kali! Ich bitte dich, hör zum Üben auf! Oh, nein. Hey Mama, das geht doch jetzt wirklich nicht. Du, beim ersten Blaser fangst du schon wieder das Nasen an. Du, ich muss üben. Unser Band spielt am Samstag. Üb, was du willst, aber nicht da herin. Von mir aus gestern Garagen aus. Ja, Fräule, dass unsere lieben Nachbarn gleich wieder die Polizei rufen. Nein, das mache ich nicht. Und du übrigens, was? Sag einmal deiner lieben Tochter, sie soll nicht wieder stundenlang das Telefon belegen. Ich muss nämlich ganz dringend den Joe anrufen. Der Joe? Mhm. Ja, der wohnt ja bloß um zwei Ecken rum. Da kannst du gleich mit dem Radl rüberfahren, wenn du so was Wichtiges zum Erzählen hast. Ja, was ist denn jetzt los? Ja, sag mal, Mama, tickst du nicht mehr ganz richtig? Ich soll radeln. Ah, ist das nicht mehr modern? Ich soll radeln, das darf nicht wahr sein. Ja, ich hab keine Zeit, ich muss üben. Ja, ich muss einfach üben. Sag mal, was ist denn mit dir überhaupt? Ja, so. Kennst du nicht mehr richtig aus? Mama, was ist denn eigentlich los? In dem Haus, da überhaupt keine Daseinsberechtigung mehr. Du, und übrigens, habt ihr mir die Trompeten geschenkt? Ja. Also spiele ich auch drauf. Ja. Ja, das brauche ich für meine Persönlichkeitsfindung. Aha. Das baut alle angestauten Depressionen und Aggressionen ab. Mhm. Was dir übrigens auch nicht schaden wird, Mama. Mhm. Ja. Ja.
Mama. Du gefällst mir heute gar nicht. Den ganzen Tag sieht man dich mit den Gummistiefeln rumsausen. Ja, mei. Ja, was ist denn los? Hey, zieh mal lieber an. Ja, okay, ja, lass dich. Ich bringe ihn sowieso ein bisschen schlecht auf. Ey, Mama. Jetzt auch. Oh, rück. Ach, nein. Jetzt jammer doch nicht so. Am Fuß reißt er da schon nicht aus. Nein, Karli, das ist ja nicht, aber unser Dolly geht fort. Hä? Nach London geht sie. Und zwar ganz schnell schon. Was, nach London? Ja. Sag mir, Mama, spinnt die? Das habe ich auch gesagt. Aber der Papa, der ist mir natürlich in den Rücken gefallen und hat ohne meine Zustimmung ja gesagt. Mhm. Was sagst du jetzt da, Kalli? He? Weißt du, Kalli, wenn es einmal losgeht, dann schmecken es die anderen auch. Und dann sind sie bald alle miteinander fort. Schau, Mama, das ist doch ganz logisch, dass wir alle mal die Kurven kratzen. Genau wie der Papa. Warum geht der Papa? Nein, aber das Gleiche hat der Papa auch gesagt. Mhm. Aber weißt du, Kalli, es ist halt so furchtbar schwer. Hey, Kalli, du bleibst schon daheim, bei mir. Ja. Kalli, du kriegst extra ein Trompetenzimmer. Ja. Am besten am Keller drüben. Mhm. Weißt du, da kannst du Trompeten so laut und so lang, wie du willst. Ja. Hauptsache, du bleibst bei mir. Ja, das ist schön, Mama, dass du mir extra ein Trompetenzimmer einrichst, aber... Ja. Weißt du, Mama, die Sache ist die, ich weiß, dass vielleicht der Moment jetzt ein bisschen unpassend ist, aber es geht ja praktisch in einem Aufwasch. Weil aufregen tust du ja sowieso schon. Willst du vielleicht auch? Mama, schau, du weißt doch, dass ich schon lange auf einem Platz in der Studentenbude wart. Ja, und den habe ich jetzt gerührt. Schau, bei uns ist doch alles so beengt. Du, denk doch in der Früh, wir gingen uns doch alle auf die Nerven. Entweder dir, am Papa oder der lieben Schwester. Und das frustriert mich mit der Zeit ganz schön. Mhm. Ja, wir drehen uns doch praktisch in den kleinen Häusl, wir fünf. Du lebst jetzt über 20 Jahre in dem nicht so kleinen Haus und es hat dich bis jetzt noch keiner zertreten. Geh, Mama, das ist doch nicht wörtlich gemeint. Denk doch an die täglichen Aufzüge, wenn einer ins Bad rein will. Ja, immer wenn es besonders pressiert, dann sitzt einer stundenlang auf dem Häusl. Aha, und in dieser vielgepriesenen Studentenbude, da hat wohl ja jeder seine eigene Toilette, hä? Geh, Mama, das ist doch gar nicht das Problem. Musst du das nicht einsehen? Schau, wir gehen uns schlicht und einfach auf die Nerven. Ja, die Zeit ist reif und das ist das Problem. Ich geh dir also auf die Nerven. Mama. Aha. Deine Mama geht dir auf die Nerven. Ist schon recht. Sehr gut zu wissen. Hey Mama, red bitte nicht wieder Hochdeutsch, gell? Du übrigens, lieb schaust aus. Wieso lieb? Du, die Vogelscheuchen hinten am Acker, die ist nur halb so attraktiv als wie du. Und dann deine wollenen Socken, sei mir nicht böse, aber das ist der absolute Abschuss. Also weißt du, Kalli, das ist jetzt eine Frechheit gewesen. Weide dich nur an meinem Kummer. Nach meiner Persönlichkeitsfindung fragt ja kein Mensch. Auf mir kann man ja rumtrampeln. Ich bin ja nur eine Mutter. Geh, Mama. Das war doch nicht so ernst gemeint. Mhm. Ich habe ein bisschen einen Spaß gemacht. Ich wollte ein bisschen aufheitern. Das ist dir sehr gut gelungen. Ich danke dir. Geh, Mama. Jetzt aber. Komm, ich helfe dir in deinen Stiefel hinein. Geh her. Geh zu. Du sollst Trompeten, habe ich gesagt. Ach so? Ja, auch recht. Also, Mama, du weißt Bescheid. Und du weißt, ich rede euch nie was drein. Aber ich an deiner Stelle, ich würde mir das sehr gut überlegen. Siehst, Mama, und das ist auch ein Grund, warum ich mir das nicht mehr lang überlege. Weil jedes Mal, wenn du dich einmischst in unsere Angelegenheiten, beginnt dein erster Satz mit der allbekannten These. Ihr wisst's, ich rede euch nie was drein, aber und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist doch allerhand. Aber warte noch. Mama? Was ist denn? Mama, wo ist mein kurzer schwarzer Rock schon wieder? Ja, Kleiderschrank, wo er halt hingehört. Da ist er eben nicht. Weiß ich nicht? Nein. Ach, Jesus, ja, du, ja? Den habe ich zerschnitten und habe Schurbutflappen draus gemacht. Sag einmal, Mama, bist du wahnsinnig? Ja, wieso denn? Der war ja nimmer mehr wert.
So eng und so kurz, wie der war. Und übrigens, wenn wir jetzt gerade dabei sind, willst du vielleicht mit diesem Hoden, den du wahrscheinlich Pullover nennst, auch so auf die Straßen aus? Mama, du hast einen meiner besten Röcke mutwillig zerschnipselt. Und jetzt sagst du zu diesem Pullover aus der ersten Boutique in der Stadt Hodern. Ja, Hodern, sag ich. So, und da wunderst du dich, wie man aus diesem Haus die Flucht ergreift. Auf alle Fälle schaust du jetzt aus mit der Hosen, als wie wenn du eine enge, viel zu enge Wurstkaut hineingepresst warst. Einfach schauerhaft. Aber das ist ja jetzt nicht mehr mein Problem. So, und dass du es weißt, jetzt buche ich sofort die erste Maschine nach London. Wursthaut, der Hammer. Karli, kannst du bitte mit dem Gejaule aufhören? Ich buche nämlich gerade meinen Flug nach London. Du Dumme, ganz du Dumme! Ich wollte schnell am Flughafen anrufen. Ja, ich wollte bloß einmal vorbeischauen bei euch wieder. Ja. Warum musst du anrufen? Was musst du am Flughafen? Möchtest du fliegen? Ja, ich fliege nach London. So, nach ja, London. Man muss einmal raus, gell? Also dann. Das schaut sie da. Noch nicht ganz trocken hinter die Ohren, aber nach London fliegt sie. Eigentlich auch was Schönes. Wenn man seinen Nachwuchs so herwachsen sieht. Besonders wenn sie sich so mausern, als wir die drei. Naja. Das haben wir leider schon versammelt. Aber dafür haben wir was, was sie die da nie leisten haben können. Mei. Ein Häusl und Kinder, da geht da halt der Schnaufer raus. Man bringt es eben nur ohne Nachwuchs zu einem gewissen Wohlstand. Willi? Willi? Ja? Bist du im Garten, Willi? Ah, da ist. Ja, grüß doch, bist du. Bist du schon zurück von deinem Urlaub, hä? So schon ist gut. Ja. Ich war jetzt immerhin 4 Wochen auf Jamaika, gell? Das läuft schon, oder? Ja, Stalli. Was tust du denn da? Möchtest du rauchen? Stalli. Wenn sich meine Luise freuen, wenn du wie der Budi verstinkst. Ja, macht er nichts. Machst du irgendwas? Da hast du Kaffee, war nicht schlecht. Ja, dann weißt du, ich kann es nicht rein, weil ich trinke die Stiefel noch. Ja, dann zieh's halt aus. Wo ist denn da das Problem? Ach so. Eigentlich hast du recht, gell? Ich mag sowieso nicht mehr. Ja, was ist denn? Luise! Wir machen Kaffee! Rutsch mal Bogen runter! Luise, der Gustav ist da! Ach so? Ja. Geh, bring mir doch gleich einen Aschenbecher mit. Ja, gut, Tom. Also, Willi sagt, dass dieses Land einfach sagenhaft. Ist wahr? Also, ich meine, es war ja auf die Malediven auch nicht schlecht, gell? Aha. Und Kenia ist ja auch nicht zum Fachten. Mhm. Aber das Jamaika ist schon die absolute Superlative. Ja. Ich sag dir was, diese Strände, makellos weiß, gell? Ja. Und diese Eingeborenen. Makellos schwarze, weißt du, ja. Nein, die rennen den ganzen Tag rum und kehren die Strände, gell? Ja, was denn die Strände kehren? Ja. Das habe ich auch noch nicht gehört. Da und die Hotels, ich sag dir, was sowas von einem Komfort kannst du dir einfach nicht vorstellen. Ist wahr? 3 Kilo habe ich hingefordert. Wahrscheinlich. Dabei sind die Leute drunten sowas von arm, dass dir direkt weh tut, wenn du das mit anschauen musst. Ja, dann fahr ich jetzt hin, dann siehst du das nicht, ne? Du bist schon gut. Ha? Die leben doch von unseren Devisen. Was von unseren Devisen? Von unseren Devisen. Ach so. Ich meine, die müssten doch sonst glatt verhungern. Ah, ach so. Aus reiner Menschenfreundlichkeit fährst du in der Wegschicht umeinander. Ja, die sind doch auf uns Touristen direkt angewiesen. Ja? Ja, ich muss schon sagen, manchmal habe ich direkt ein schlechtes Gewissen gekriegt. Weißt du, wenn du da so da hockst, vor deinem Martini stehst und, ja, und die halb verhungerten Einheimischen sind ein paar Meter weiter weg und strecken die Hand aus, gell? Nach dem Martini? Nein, nach dem Zeit, oder? Also, oder was du denen halt gibst. Ja. Ja, meine Emma, die hat einen ganzen Sack voller T-Shirt dabei gehabt. Und hat es unter das Volk verteilt. Ja. Sagt, da seine Freude haben die Leute gehabt. Die Hände haben sie halber geküsst. Ja. Vor lauter Freude über die Hodern, die mir sowieso in Kleidersammlung geschmissen haben. Ja. Aber da drunten hast du halt noch kurz Werk damit. Ja, ja. Aha. Da bist du also mit gutem Gewissen wieder nach Hause geflogen, ne? Ich weiß nicht, du
Du hast halt ein bisschen einen aggressiven Unterton, oder, Teischi? Oder da Teischi. Luise! Ja? Was ist denn? Komm, geh weiter. Mein Gott, nein. Ja? Ich kann doch nicht alles gleich weggeschmeißen, ja, oder? Grüß dich, Gustav. Ja. Ich will nicht zirken mit Stiefeln aus. Ja, geh weiter, ja, helfen wir wenigstens. Also, okay. Ja, den anderen auch gleich. Ja. Ah, danke schön. Na, Gustav, schon wieder zurück von den Maledings da, hä? Malediven meinst du? Ah, ja, ja, freilich, die Malediven. Da waren wir doch voriges Jahr. Hä? Waren wir doch auf Jamaika. Jamaika? Ja. Das kommt mir eigentlich bekannt vor. Mhm. Ja, ja, freilich, da haben wir ja einen Ruhmverschnitt, gell? Ja, ja. Ich mach jetzt gleich einen Kaffee. Ja. Ja. Ja, Gustav, sei froh, dass du keine Kinder hast. Das bin ja. Meinst du, wir könnten uns sonst solche Reisen leisten? Du, es geht nicht ums Reisen. Es geht darum, dass du dein ganzes Leben lang arbeitest, dich anstrengst und sorgst, dass die Kinder groß und erwachsen werden, endlich auf eigenen Füßen stehen. Was ist das? Dann geht der Zirkus erst los. Und das will diese Glucke da drin nicht glauben, dass es einfach der Lauf der Welt ist, ne? Dann doch meine Worte. Macht es euch doch auch einmal schön. Ja. Gönnt es euch doch einmal was. Du, wir haben doch unsere Buben, da kommt nicht einfach abhauen. Geh her doch auf, die sind doch auch nicht mehr in die Windeln, oder? Na, das nicht, aber... Nix, aber. Du bist der gleiche wie der Luise. Jetzt, wenn der Tolle dann fort ist, dann habt ihr doch mehr Zeit. Ich meine, die zwei Buben, die können doch einmal auf sich allein aufpassen. Na ja. Macht's doch mit uns einmal in Urlaub, fahrt's doch mal mit. Na, weißt du, Gustav, ihr fliegt ja so weit weg. Was heißt denn so weit weg? Die Welt ist klein geworden im Jet-Zeitalter. Ja. Natürlich, nach Starnberg. Da kannst du am Sonntagnachmittag anfangen. Ja, ja, da sehe ich aber keine halbe verhungern, ne? Ja, du bist halt sowas von sarkastisch. Direkt ungemütlich bist du. Ach, was? Papa, Papa, stell dir vor, was ist ich habe für morgen schon einen Flug gekriegt. Ist das nicht sagenhaft? Ich muss sofort meine Sachen packen. Sagenhaft. Okay. Du, Papa, ja? Ich wollte dich eigentlich nur fragen, ja, ob ich ganz kurz nur mal nach London telefonieren kann. Was? Also, wie spinnst denn du, was das kostet? Lieber Papa, ich muss doch sagen, dass ich morgen ankomme. Die müssen mich doch vom Flughafen abholen. Nicht, der telefoniert auf keinen Fall. Das kommt gar nicht in Frage. Was soll ich denn sonst machen? Der Papa meint, du sollst das vielleicht einmal mit dem Trommeln probieren. Also, kein Mist in meine Familienangelegenheit. Das geht dir nichts an. Oder zahlst du die Gespräche, ja? Also, wenn du mal fremd warst, dann war ich jetzt direkt sauer. Ja, das brauchst du nicht. Papa. Was denn? Papa, nur einen Satz. Dass ich morgen um 19 Uhr ankomme, ja? Ja? Bitte. Ich zahl's da auch. Ich lach mich tot, sie zahlt. Dann kannst du gleich die letzten Gespräche von den letzten 15 Jahren auch noch bezahlen. Ne? Also von mir aus. Aber die Telefonrechnung, die schicke ich dir nach London, gell? Das sag ich dir. Dankeschön, Papa. Ja. So? Da ist jetzt der Kaffee. Generell. Ja, hat ein bisschen lang gedauert, Gustav, gell? Eigentlich wollte er gerade gehen, aber den Kaffee trinken. Den Kaffee trinkst du jetzt noch. Zeig es heute ein bisschen eine gereizte Stimmung, habe ich festgestellt. Bei uns, gell, da kann niemand das gereizt, das Leichte. Ja. Sag einmal, Luise, wie schaust du raus? Magst du dir mal umziehen, ja? Und deine Bauern suchen, was du da rumläufst. Da muss man direkt schauen. Nein, ich bin noch nicht fertig. Ich muss noch mal in den Garten raus. Mach da einen Kaffee. Wir sind einmal zu uns rübergekommen und die Dias von der Maika anschauen. Was? Wir haben die von den Malihochen noch gar nicht gesehen. Malediven meinst du? Ja, ist aber das macht doch nichts, dann können wir die auch gleich mit durch, Jung. Was? Ja, ich kann mich erinnern, wenn du anfängst mit den Dias, du hast mindestens 2000 Stück, oder? Das kann schon hinkommen. Also nachher. Morgen hol ich's ab. Also kommt's. Nein, Gustav, sei uns nicht besser, aber morgen fliegt unsere Dolle in die Fremde hinaus. Mein, ja. Sei doch nicht so melodramisch. Fliegt in die Welt hinaus, nach London fliegt's, sonst nirgends hin. Auf alle Fälle ist man nicht nach Urlaubs-Dias. Naja, überlegt es euch vielleicht, das ist euch anders einmal danach. Nein. Vielleicht überlegt es euch auch das einmal mit dem Vorschlag, dass ihr mit uns mitfliegt. Mitfliegt? Wohin denn? Im Dezember zum Beispiel, da geht's nach Mexiko. Mexiko? Ja. Mexiko? Ja, meine Emma, die sammelt schon wieder T-Shirts. So? Also? Na ja. Auf jeden Fall danke ich euch für den Kaffee. Ja, gern geschehen. Ich muss jetzt wieder gehen. Ja. Für dich dann, gell? Danke schön. Warte, ich bring ihn aus. Nein, nein, das findet schon einer. Ja, für dich, gell? Also, ja, für dich. Ja. Ja. Also, was ist das für ein Mensch? Das war, wenn man unsympathisch. Mit einer ewigen Verreiserei. Da hört man nichts anderes mehr. Bist du denn neidisch?
Nein, ist, dass ich nicht lache. Ich weiß nicht. Luisa, schau her, wir sind jetzt in dem Alter, da wo einig, wir haben überhaupt nichts erlebt, ne? Noch gar nicht. Was haben wir denn schon gehabt bis jetzt von unserem Leben? Wir haben unsere drei Kinder gehabt, das klang doch. Na, nicht ganz, Luisa. Ich meine, ich möchte nicht tauschen mit der Emma und dem Gustav und der ganzen Welt umeinander kommen und haben Gottes Willen. Aber wir zwei sind jetzt im Alter, schaut, die Kinder sind groß, erwachsen, Story fliegt jetzt raus, also könnten wir uns doch ruhig einmal nach Mexiko mitfliegen, oder? Leisten kann man sonst doch, oder? Hm? Aber mir ist aber Mexiko wurscht. Na, dann fliegen wir nach Kenia oder Jamaika oder irgendwo hin, magst, ne? Aber so eine Traumreise, das vergönnen wir uns einmal, wir sind doch, bevor wir zu alt wären, oder? Ich will nicht nach Jamaika. Und ich will auch nicht sonst wohin. Und ich will nicht, dass unsere drei Kinder die Flucht ergreifen. Eins nach dem anderen. Komm jetzt, Herr Luisa, übertreib doch nicht wieder. Die Flucht ergreifen, ne? Storni fliegt jetzt aus und deine Buben, die sind so bequem, die hängen doch bestimmt noch ein paar Jahre am Rockzipfel dran. Ja, das meinst du auch bloß du. Frag einmal einen Kalli. Ja, das ist jetzt das zweite Mal, dass man diese Antwort macht. Ja, also dann. Möchte schon wissen, was da los ist, mein Lieber. Gibt's denn sowas? Kalli! Ja? Da rein! Papa, nicht so laut, ich telefoniere doch gerade nach London. Was ist denn noch Stäube? Was ist das? Schrei doch nicht so, ich krieg gerade die Verbindung. Bitte schön, Papa. Das darf doch nicht wahr sein. Kalli, was ist denn? Ja, was ist denn? Brennt? Hört sich gerade so. Was ist denn, mein Nieder? Die Mama macht mir da schon ein paar Mal so vage Andeutungen. Mit dir und so, also erklär dich einmal, was ist denn da los? Es ist ja ein feierlicher Ton. Hä? Du Papa, reg dich bitte nicht auf, es nutzt nämlich nichts. Was? Ich pack nämlich schon. Was tust du? Papa, ich mach die Flatter. Du, ich bin doch als der Älteste in dem Haus schon längst überfällig. Ja, wieso denn auf einmal? Ja, wo willst denn du hin? Ja, warum denn nicht? Ich hab's doch der Mama schon erklärt. Ich krieg jetzt endlich einen Platz in der Studentenbude. Ja, du, da bin ich unter meinesgleichen. In einer Wellenlänge, verstehst? In jeder Beziehung. Du, sowas muss man sich sagen lassen. Brauchst du die Wellenlänge auch zu deiner Persönlichkeitsfindung, hä? Genau, Mama. Jetzt schaut's. Ich war gern daheim. Du, Papa und du, Mama. Ihr habt uns wirklich eine schöne, unbeschwerte Kindheit und Jugend bereitet. Mei, und Opfer haben wir gebracht. Und du Opferlamm. Logisch, das hätte ich jetzt bald vergessen. Und Opfer hast du gebracht. Aber mit diesem Opfergang, da soll es jetzt endgültig Schluss sein. Mama, einmal muss sein. Ja, ne? Aber gleich zwei an einem Tag. Wann willst du schon fort? Na, morgen kann ich einziehen. Geh, Mama, ich bin doch nicht aus der Welt. Aber du bist nicht mehr daheim bei mir, bei uns. Du kommst nur noch zu Besuch. Und das ist ein ganz großer, entscheidender Schritt. Weißt, Kalli, ich rede da wirklich nichts rein. Aber ich an deiner Stelle, Mama, ich glaube, das ist wirklich... bitte. Du, bei aller Liebe, aber du mit deiner ewigen Dreinquasslerei und Dreimischerei, du, das geht einen auf die Nerven. Das muss einmal gesagt werden. Quasslerei? Hast du das gehört, Willi? Ja, aber kein Matsch in die Ohren, ne? Was du da unverschämterweise Quasslerei nennst, das ist bei uns Lebenserfahrung. Aber das will ich deiner Jugend zuschreiben, ne? Weil sonst hättest du auch nicht gefangen von mir. Kann ich jetzt bitte weiterpacken? Kannst du das gar nicht mehr erwarten, bis du dein Elternhaus verlassen kannst? Mama, schau, ob schnell oder langsam, die Flennerei bleibt immer die gleiche. Sauber? Sauber, sage ich. Das wird einem einfach vor den Latz geknallt, ne? Und die Alten, die werden schon schlucken. Sag einmal, Willi, was ist denn heute überhaupt bloß los? Das, wie mir heute früh beim Aufstehen einer gesagt hat, was heute über uns alles kommt und alles reinbricht. Ich war im Bett geblieben. Hm. Was denn dann anders gewesen wäre, hä? Ich weiß nicht, ob es vielleicht besser ist, wenn es schnell geht, als wenn es so Tripfel weiß. Außerdem hast du noch deinen Felix, den Jüngsten, oder? Ja, freilich. Ja. Mein kleiner. Ja, klar, ist er 1,80 Meter ist auch nicht mehr klar. Du, der muss ja den nächsten Tag vom Bund heimkommen. Ja? Und der muss jetzt dann gleich im Kalender nachschauen, gell? Der, wenn vom Barras heimkommt, der weiß, ein Zuhause zu schätzen, glaub mir das. Ja. Ich geh jetzt noch ein bisschen Garten aus. Ja. Bin neugierig.
wie oft ich heute nur meine Stiefel aus und anziehen muss. Jesus, nein, du. Ja, freilich, Antoni muss ja auch noch helfen. Koffer packen, gell? Ja. Grüß an. Morgen wird schon leichter. Mein Gott. Ja. Halt's, Madel. Mir geht's ja nicht anders. Aber zeigen kann ich's halt nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte man doch im Winter nach Mexiko mitfliegen, he? Jetzt stinkt er mir gleich. Ja, sag mal, telefonierst du nur einmal? Ja, das gibt's doch nicht, ha? Hat die Welt schon sowas gesehen? Also, Papa, du bist einfach unmöglich. Was? Weil ich mit dem Hausherrn telefoniert habe. Mit was für einem Hausherrn? Mit dem von London. Mein Papa, das muss ein feiner Mann sein. Der hat ein riesiges Haus direkt an der Themse. Das ist mir wurscht, was der an der Themse hat. Du hast deine Ankunft mitzuteilen und sonst gar nichts. Ui, das habe ich jetzt vergessen. Da muss ich schnell... Okay. Gib mir die Telefonnummer von dem Hausherrn. Den rufe ich heute Abend an zum Nachttarif. Da ist er billiger. Papa, du behandelst mich wie ein unmündiges Kind. Ja, das bist du auch noch. Und schon langsam bin ich im Zweifel, ob meine Zustimmung richtig war. Und jetzt will ich nichts mehr hören, jetzt packst du deine 7 Zwetschgen. 7 Zwetschgen ist gut. Das, was halt Mama davon übrig gelassen hat. Die zerschnipselt ja meine Modelle zu Schuhputzlappen. Das ist schlichtweg eine Infamie. Überhaupt wird man in dem Haus bloß noch frustriert und gedemütigt. Ui, mein du armes Kind, du armes. Was hast du denn in deinem Elternhaus alles mitmachen müssen, ne? Aber in London wird dir das alles am ersten Bewusstsein kommen. Ja, brauchst dich gar nicht lustig über mich zu machen. Du verstehst mich nicht. Das ist das Problem. Das ist es. Ich verstehe dich nicht. Ja. Mein Mann, du kommst schon noch von selber drauf. Glaub mir das. Normalerweise hätte ich das auch nicht gefangen. Aber das kannst du ja nicht bringen. Ich kann ja nicht am letzten Tag gar nicht auf die Waffe hinaufhauen, ne? Das geht nicht. Ja, ich geh zu meiner Luisa. Das ist meine Persönlichkeitsfindung. Was ist das? Was kommt da? Grüß dich, Papa. Ja. Ja, Felix, du bist da, da wird sich die Mama freuen. Die kannst gleich ein bisschen aufdeppeln. Papa, jetzt hab ich es geschafft, jetzt bin ich endlich ein freier Mann. Hab ich jetzt gerade Mann gehört? Aber allerweil, Papa. Tja? Oh, mei, ist das schön. Ja. Okay. Daheim ist am schönsten, gell, Felix? Ja, unter anderem. Ja. Du, Papa, wo ist denn Mama? Die muss man nämlich schnellstens meine Klamotten waschen. Die muss ich in ein paar Tagen wieder ordnungsgemäß in der Einheit abliefern. Nein, das wird sie mit Wonne machen, nachdem jetzt der Storli und der Kali fortgingen, ne? Ja, der Storli hat mir die Neuigkeit draußen schon erzählt. Ja? Finde ich echt stark. Und ja. Wie tragt's die Mama? Na ja, du kennst das ja ohne meinen Kommentar. Aber sie hat ja dich jetzt, Felix, gell? Ja, Papa, das ist ja so eine Sache. Was? Weißt, ich habe jetzt nämlich unwiderruflich die Frau meines Lebens gefunden. Was, schon wieder? Geh, Papa, respektier bitte schon meine tiefsten Gefühle. Also, soweit ich mich erinnern kann, vor einem halben Jahr war die Frau deines Lebens so ein Tippmamsell aus dem Steuerbüro, ne? Ist die nicht mehr aktuell, oder? Geht zu, die war doch nichts weiteres wie unreifes Grünzeug. Was? Völlig unbedarft und nichtssagend. Mei. Wie sich der Wortschatz einer Frau bei dir schnell ändert, ja? Und die jetzige Frau fürs Leben, wer ist das? Papa, ich mach's kurz und schmerzlich. Ja? Meine Zivilklamotten sind schon bei ihr. Was? Ja, sie hat Eltern mit ziemlich viel Kohle und die haben ihr ein Apartment eingerichtet und ich zeig zu ihr. Du. Aha. Ja, ich stelle es euch natürlich demnächst vor, ist ja logisch. Na, das ist aber nett von dir. Ja, ich bin eigentlich nur noch warm gekommen, weil ich der Mama die Sachen zum Waschen bringen wollte. Ah. Das ist sehr großzügig von dir, wie man so sagt. Ich hab's doch gewusst, dass du mich verstehst, Papa. Ja.
Schau, ich bin jetzt schließlich erwachsen. Ja. Ich möchte auch langsam was von meinem Leben haben. Mhm. Und da habe ich so meine gewissen Vorstellungen. Ja. Das verstehst du doch, Papa. Natürlich verstehe ich das. Ich verstehe alles. Das heißt also fast alles. Bist du nett und bringst das Kleid der Mama schon in Bein. Was hat man nicht? Du kannst es doch. Moment. Du bist doch jetzt ein Mann geworden, habe ich gerade gehört, ne? Also kein Feigling. Ja, das nicht. Aber die Mama, kennst das doch, sie nimmt immer alles so furchtbar tragisch. Ja, und das ist das Problem. Sehr richtig. Ich kenne die Mama. Beste wie ihr Rotznasen alle miteinander. Und zwei von euch haben der Mama heute sehr weh getan. In ihrem jugendlichen Leichtsinn. Und ich habe es leider nicht verhindern können. Und wenn du jetzt der Mama auch noch wehtun willst und gibst ihr den Rest, dann machst du das selber. Gell? Ich hab genug mit anzuhören, was mir die Mama dann zu sagen hat. Papa, mach doch das Ganze nicht noch schwerer, wie es ist. Schwer? Ich mach's nicht schwerer. Ich leg dir auch nichts im Weg. Du kannst deine Steine alle von selber aus dem Weg räumen. Und den größten Stein, den übernimmst jetzt du. Da kommt dein Stein, ne? Felix, mein Burli! Mein Gott, mein du da bist. Weil ich nur die wieder hab. Papa, hilf mir doch! Das ist jetzt dein Problem! Ja. Mama! Ja? Ich finde diesen lila Pulli nicht! Was denn für ein lila Pulli? Ach, glaubst du, in deinem Kleiderschrank ist er auch nichts? Ja, du wärst doch nicht den unmöglichen lila Lumpen, oder? Ha? Also den brauchst du wirklich nicht! Du hast doch genügend andere Sachen! Ja, aber gerade den lila Pulli hätte ich dringend braucht. Das ist nämlich der schönste, den ich habe. Oh, Mama. Was ist denn? Mama, du wärst doch nicht. Nein, geh. Also, einen lila Lappen habe ich nicht unter meine Schuhputzlumpen. Mein Gott, nein, die da drüben in England, die werden einen schönen Schritt kriegen, wenn sie das ganze Graffi da sehen. Du bist gut, ich bleib immerhin ein ganzes Jahr. Da braucht man so einiges. Ein ganzes Jahr bist weg. Mama. Ja? Mama, bitte schön, hör auf. Schau. Ich komm doch in einem halben Jahr wieder auf Besuch. Das geht ganz schnell vorbei. Okay, schreib mir für immer, jede Woche, einen ganz ausführlichen Bericht. Und pass auf dich. Freilich, Mama. Glaubst du, ich darf gar nicht drüber nachdenken? Bei mir daheim, da hast du keinen Handgriff gemacht. 100 Mal habe ich da alles anschaffen müssen. Und jetzt sollst du selbstständig für dich und für zwei kleine Kinder sorgen. Das wird schon gehen, Mama. Wirst du es sehen? Ich sehe es ja nicht, das ist ja das Furchtbare. Weißt du, Dolly, jetzt wär's fein noch nicht zu spät. Dolly, ich will dir nichts reinreden. Aber ich an deiner Stelle. Mama! Mama, das Taxi kommt jeden Moment. Komm, lass uns gehen. Ja, ist gut. Dolly? Ja. Dolly, bleib brav und keusch. Okay, Dolly. Bitteschön. Bleib immer brav, in jeder Situation. Versprichst du mir das? Ja, Mama, ich versprich das. Ja. Ui, schau mal, das Taxi kommt. Für die Mama. Mach's gut, gell? Am Papa habe ich schon viel gut gesagt. Komm, Papas. Komm, ich helfe dir nass drum. Das ist der. Ja, mach so viel Zeichen. Du, meinst du nicht, dass es gescheiter war, wenn wir mitfahren? Nach London? Nein, am Flughafen. Ach so. Ja. Nein, Mama, dann dauert der Abschied ja noch länger. Also, jetzt komm, Dolly, ja. Tja, fahrst du rum ums Eck. Ja, so schnell geht es. Ja. Die Dolly ist fort. Ja, ich weiß. Wo warst denn du? Ich hab vom Garten aus nachgeschaut. Mhm. Sind wir jetzt ganz allein, Willi? Ja, schaut so aus. Ne? Und? Was machen wir dann? Luisa, was wir immer gemacht haben, vielleicht noch ein bisschen mehr füreinander da sein. Weißt du, unsere Kinder, die brauchen uns immer wieder, wenn sie auch jetzt alle davon geflattert sind. Ich sag dir was. Ja? Ich komme mir vor, als ob mir einer einen Holzhammer am Kopf aufgehaut hätte. Ja. Glaubst du das, Willi? Ich komme da einfach nicht so schnell mit. Rösel, setz dich nieder. Ich habe jetzt noch eine ganze Woche Urlaub, dann bist du nicht allein. Und bis nächste Woche hast du dich dann schon dran gewöhnt. Oh, mei, mei.
In einer Woche soll ich mich daran gewöhnt haben, dass meine drei Kinder, die 20 Jahre lang Tag und Nacht um mich rum waren, auf einmal nicht mehr da sind. Das glaubst du doch selber nicht. Na ja, wer es glaubt schon, ne? Aber es ist ja Schluss mit dem Gejammer und mit dem Selbstmitleid. Du waschst jetzt die Klamotten vom Felix, der holt sie noch ein paar Tage ab. Also, mach, komm. Ja, ja, das tue ich sowieso. Ja. Und was tust du? Ich fahre in die Stadt ins Reisebüro und hole Reiseprospekte und dann buchen wir unseren Traumurlaub. Ne? Heute Nacht ist mir blitzartig eingefallen, wo wir zwei hinfliegen. Es wächst aber vielleicht schon mal langsam, gell? Ja, denn? Ich mag ja gar nicht fliegen. Ja, ja, da wird mir bestimmt schlecht. Ja, das probieren wir heute aus. Ja. Außerdem weiß ich auch schon, wohin wir fliegen. Nach Hawaii. Da waren unsere Nachbarn noch nicht. Sag mal, hast jetzt du einen Vogel? Wieso denn? Aber was willst denn du in Hawaii? Luisa, ne? Ha? Hör doch schon mal den Namen. Hawaii. Schau, wie das klingt. Das zergeht auf der Zunge wie der Vanilleeis in der Sonne. Ich sehe direkt schon die Palmen, wie sie sich im Winde wiegen. Leise plätschern die Wellen an den schneeweißen Strand. Auf den großen Gewässer schaukeln die Segeln, die bunten. Und von der Ferne hört man die Klänge einer Hawaii-Gitarre. Hallo. Alle, ha? Spring mir nicht raus. Kaffeebraune Mädchen, nur mit Blütenkränzen bekleidet, schwingen sich in den Hüften. Nach den Klängen einer Sphärenmusik. Die Luft ist heiß und wir beide, die Luise und der Willi Obermüller, liegen träge, einen Cocktail schlürfend in einer Hängematte und schaukeln Hand in Hand, eingelullt vom warmen Wintersüßsee nach den Klängen einer Hawaii-Gitarre. Hallo, hallo. Sag mal, was denn? Hast du einen Vogel? Was denn? Oder bist du übergeschnappt, hä? Wieso denn? Also, was hast du denn jetzt auf einmal mit den Hawaii? Sag gleich weiter, da wackelt auf einmal mit dem Hintern da herüber umeinander und stellt sich leicht bekleidete Mädchen vor. Aber jetzt glaube ich es wirklich soweit. Luisa, bitte Luisa, du fahrst ja mit. Du brauchst nicht eifersüchtig sein. Du siehst ja die nackten Weiber auch, oder? Nein, nicht da. Wir buchen unseren Traumurlaub. Ich will nicht haben, dass du zwischen Einweggläsern und Kartoffelpuffer verwelkst. Für mich hast du heute schon ein bisschen zu viel Sonne erwischt. Nein, ich war noch nicht in Hawaii. Also, ich wasche jetzt auf jeden Fall an Felix seine Wäsche. Ja. Und für dich wäre es auch ganz gut, wenn du ein bisschen was Produktives machen darfst, damit dir deine Hawaii-Flausen vergehen. Luisa, aber auf andere Gedanken habe ich dich gebracht, gell? Ja. Das meinst du auch bloß du. Hä? Ich denke doch an gar nichts anderes als wir an unsere drei. Mein Gott, na, was wird denn bloß aus den Kali werden? Hä? Du weißt, um den habe ich am allermeisten Angst. Warum denn? Wirst sehen, der wird auf einmal als Rasputin verschnitt daherkommen. Hä? Ja, wir sollen alle umeinander laufen, nicht? Mei, und dann der Felix, mein Burli. Mei, er muss zu einem wildfremden Mädel ziehen. Nein, sag einmal, Willi. Ist das der Erfolg von über 20 Jahren Erziehung? Wer weiß es, vielleicht ist das der Erfolg. Aber jetzt hörst du zum Jammern auf. Ja. Wir können das Rad nicht mehr rückwärts drehen. Marsch an die Arbeit, Luisa, und vergiss dich. Hallo, hallo. Du bist ein Spinner. Willi, was das ist Dolly. Glaub mir, das ist unser Dolly. Meine ganze Anstrengung mit Hawaii war wieder umsonst. Oh, yes.
das kann ja lustig werden. Ja, Luise! Ja, grüß dich Gott! Ja, immer, grüß dich Gott, immer! Ja, was will ich? Also, wir sind ja rein zufälligerweise vorbeikommen. Ja. Ich hoffe, dass wir nicht stören. Ja. Naja, also ich meine nicht unbedingt, aber der Willi, der wollte gerade in die Stadt nicht und ich wollte halt eigentlich. Ach, das ist doch gar nicht wichtig. Jetzt sitze ich doch gerade mal her. Ich hab dir so viel zum Erzählen. Also Willi, ich kann dir gar nicht verzeihen, was mir passiert ist. Was ist denn? Es ist eine Katastrophe. Ja. Ja, stellt euch vor, was? Dieser ganze sündhaft teure Urlaub. Praktisch für die Katz. Habt einen Unfall gehabt? Ach, noch viel schlimmer. Was? Hat doch tatsächlich meine 2000 Mark teure Kamera, die elektronische, wahrscheinlich versagt. Von 15 Filmen, a 36 Aufnahmen, habe ich sage und schreibe 4 Bilder heimgebracht. Ja und? Was heißt da ja und? Was? Verstehst du die Tragik dieser Tatsache nicht? Das ist ein Drama. Mei, ihr habt Sorgen. No. Also, Luise, da kannst du überhaupt nicht mitreden, ja, weil du noch nie so eine sündhaft teure Reise gemacht hast. Aber für uns, vor allen Dingen für meinen Gustav, ist es ein unersetzlicher Verlust. Na, warum denn? Reiseerlebnisse, die hat man doch im Kopf. Da braucht man doch keine Bilder. Ja, aber herzeigen kann man es nicht. Ich meine, man will doch die Eindrücke, die man sich da vermittelt hat, auch weitergeben an Leute, die sich sowas zum Beispiel nicht leisten können. Wie mir zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Maike, so hat halt jeder seine Probleme. Ja. Schau her, bei uns sind jetzt auf einen Schlag alle 3 Kinder aus dem Haus. Du, das ist bitter. Aber Luise, ja sei doch froh, dass endlich aus dem Haus sind. Hm? Aber Luise, schau, überleg doch. Du hast doch nichts als wir Arbeit gehabt mit den Kindern. Uns Geld haben sie euch auch aus der Tasche rausgezogen. Ja? Jetzt könnt ihr doch endlich mal euer Leben genießen. Genauso wie mir. Gell, Gustav? Ja. Meine Lüse, das wirst du nie verstehen, was das für uns ein Verlust ist. Schau immer, du warst ja nie in der glücklichen Lage, Kinder zu haben. Warum sagst du jetzt das so spitz? Immer, das war nicht spitz. Ja. Das hast du aber schon sehr spitz gesagt. Doch, aber bei uns ist es so, der Gustav kann und ich will das nicht anders haben. Und außerdem, unsere Reiseeindrücke aus aller Herren Länder kann uns niemand nehmen. Gell, Gustav? So ist immer. Aber wenn wir diesmal keine Dias haben, fliegen wir halt nochmal hin. Ja, ja, fliegen wir nochmal hin. Aber warum wir überhaupt rübergeflogen? Ich meine, natürlich rüberkommen sind zu euch. Also, nachdem ihr ja jetzt so quasi ein kinderloses Ehepaar seid, haben wir uns gedacht, wir fahren in 3 Wochen nach Verona für 2 Tage. Habt ihr nicht Lust? Fahrt doch mit! Also, so teuer ist die Reise auch nicht. Das könnt ihr hier auch leisten. Nach Verona? Mhm. Ja, was wollen wir da? Schau mal, was für eure Bildung tun. Ja, ja. Stellt euch vor, da gibt es in der Arena die AIDA. Ein unvergessliches Erlebnis. Also sowas muss man einfach gesehen haben. Ich nicht. Also ihr seid doch Banausen. Geh von ihm auch immer. Da kannst du gleich narrisch werden. Bei Obermüller ist jede Liebe mir vergebens. Da machst du es gut mit deinem besten Freund. Na, jetzt seid ihr nicht gleich um draußen. Lass doch mal Zeit, ich hab noch nicht Nein gesagt. Überlegen, wenn wir es sich doch mal noch dürfen, oder? Was ist, machst du einen Cognac? Zuerst vor eine Antwort. Wir müssen morgen buchen. Solche Reisen gingen weg, wie die wollen wir sehen. Was ist? Lüssel, willst du der Tante Aida nach Verona? Hm? Ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Ja? Also siehst du es, Gustav? Die Luise kann sich kaum bremsen vor lauter Begeisterung. Naja. Kunst und Bildung ist halt nicht jedermanns Sache. Was? Jetzt pass mal auf, jetzt will ich euch einmal was sagen, gell? Wir kennen uns schon länger. Und ich kann mich erinnern, dass du vor 15 Jahren noch mit dem Bauchladen rumgerannt bist, gell? Und einen Unterschied zwischen einem Ländler und einem Richard Wagner nicht kein Kind hast, ne? Und jetzt hört's auf mit euren Kunstgefasel. Wir kennen euch schon länger. Da möchte ich auch gleich noch was sagen. Ja? Das passt mir nämlich absolut nicht, dass uns das jahrelang unter die Nasen gerieben worden ist. Wie blöd eigentlich wir zwei sind. Ja. Weil wir 3 Kinder großgezogen haben. Und keine Dias.
von allen möglichen Winkeln der Welt vorweisen können. Und dann möchte ich gleich noch was hinzufügen. Solltet ihr jetzt beleidigt sein, dann tut's mir leid. Und wenn nicht, dann freut es mich. Dann könnt ihr zwei Karten mit nach Verona buchen, ne? Das warst du jetzt auf einmal so unwirsch. Ich bin aber kein wirscher Typ, ne? Komm, jetzt trinken wir da auf den Schritten auf. Prost, Gustav. Wir sind ein Freund, oder? Sowieso, bleiben wir da. Ne? Naja, so gut. Nachdem die Herren schon wieder auf die Freundschaft angestoßen haben. Was ist, Luise? Gehen wir zu uns rüber, trinken wir eine Tasse Kaffee. Du, ich habe einen ausgezeichneten Erdbeerkuchen. Ihr wart sowieso schon lange nicht mehr bei uns. Was? Ja, weißt, eigentlich hätten wir keine Zeit. Ja, das lassen wir nicht gelten. Ja. Also ob jetzt wir bei euch rumsitzen oder ihr bei uns, der Nachmittag ist sowieso schon hin. Also jetzt geht's weiter. Gustav, ich bin hier. Ja, das spielt doch keine Rolle. Wir sitzen ein bisschen zusammen und trinken einen Kaffee. Ja, ja, wenn es euch nichts ausmacht, wenn ich mit dem Zeug komme. Das macht nichts. Ja. Also, was machst du denn da? Was machst du denn da? Wegrennen, das bin ich gewohnt von daheim. So. Na gut. Also, Luise, und bei dir ist es auch gut, wenn du endlich einmal auf ein bisschen andere Gedanken kommst. Ja. Willi? Ja. Hallo. Was hat's denn? Was sie hat? Ja. Na ja. Jetzt hat sie nicht mehr geklappt. Papa. Mama! Hier bei Obermüller. Ah, du bist das, Angie. Ja, sag mal, warum kommst denn du nicht? Geh einkaufen, kommst doch später auch. Der Papa und die Mama wollten dich doch kennenlernen. Na schau, und ich wollte ja eigentlich auch noch mal mit dir reden. Was? Na, pass auf, es geht um das. Ich möchte nicht umsonst bei dir wohnen. Ich möchte einen Teil der Mietskosten und einen Teil des Unterhalts zahlen. Na, ich zahle oder ich ziehe bei dir nicht ein. Ja, dann ziehe ich eben wieder aus. Ich will auch nicht in die Firma von dem Papa. Ich möchte durch meine eigene Leistung vorwärts kommen und nicht durch Protektion. Ja, da bin ich halt läppisch und kindisch auch noch. Ich weiß, dass ich bloß ein paar Mageln hab, aber ich lass mich nicht von einer Frau aushalten. Da bin ich halt eigensinnig. Okay, Schatz, jetzt sei mir halt nicht böse. Du, wir reden weiter, wenn ich wieder komm, gell? Also, Bussi, vierte. Nein, die Neure. Papa! Mama! Glaubst du es? Jetzt bin ich einen Tag aus dem Haus und habe bereits keine Kontrolle mehr über die Freizeitgestaltung meiner Eltern. Wo soll das bloß hinführen? Was sollen diese frivolen Ausdrücke, bin ich von dir gar nicht gewöhnt. Geh du doch nicht gar so geschwollen. Hm? Genau wie mein Herr Professor damals in der Schule. Ja. Und übrigens hast du auch zu viel Obstler getrunken. Ja, meinst du? Ja. Aber saugut war er. Was ist? Sag einmal, wie. Was ist? Sind wir besoffen? Ja, wir sind etwas angehalten und das haben wir redlich verdient. Das ist ja schauderhaft. Warum denn? Kaum
sind unsere armen Kinder am ersten Tag weg. Hm? Sind die Eltern schon sternhagelvoll? Ja. Los, dann übertreibst du wieder. Aber schau, dürfen wir nicht mehr lachen und lustig sein? Hm? Ja, das schon, aber doch nicht gleich am ersten Tag. Ach so. Ach, du meinst, da gehören einige Trauerwochen dazwischen. Selbstverständlich. Hm? Na was, weißt du was? Jetzt setzt man den fast die Krone ab. Ja. Jetzt gehst du in deinen reich gefüllten Kleiderschrank und ziehst das erstbeste und schönste Kleid an, das du hast. Oh, Meili, da geht gar nichts. Warum? Aus dem bin ich nämlich rausgewachsen. Was? Darum leider. Rüdel? Rüdel, das macht nichts, das macht gar nichts. Dann ziehst du dein zweit- oder drittbestes Kleid an, ne? Und dann fahren wir nach Hawaii. Nein. Nach Hawaii fahren wir erst morgen. Heute lade ich dich ganz fein und sündteuer zum Essen ein. Ja. Wenn das eine ganz gute Idee ist. Du, ich habe jetzt so richtig einen Appetit auf eine Pizza. Na, oh. Mit recht viel Knoblauch. Loser! Gleich bist du ja wieder profan. Okay. Eine Pizza. Noch dazu mit Knoblauch. Das wieder stinkst wie ein indischer Wasserbüffel. Nein, Löser. Wir dinieren heute ganz fein bei Kerzenschein, Champagner und leiser Volksmusik. Ja, wenn's natürlich so fein sein soll, dann muss ich schon das rausgewachsene Kleidl anziehen. Jawohl, das weißt ist du, das. Die anderen sind viel zu harmlos. So, na ja, gut, also dann fang an, ne? Und noch was, Lüser. Noch was. Dann nimmst du ein bisschen Lippenstift. Ja. Und von deinem teuren französischen Parfum, damit du nichts mehr hast, nimmst du mir Rasierwasser, das stinkt auch. Ja. Ja. Also, Willi, was du halt wieder alles sagst. Nein, es kommt ein ganz neuer Lebensabschnitt, mein lieber Schlösel. Ja. Und diesen zweiten oder dritten Frühling, den wollen wir gebührend einleiten. Ja. Also, ja. Marsch. Ich weiß ja, was du wieder alles machst. Was denn? Schäm dich doch. Hallo? Luisa! Ja? Wenn du mich suchst, ich bin im Bad! Ja! Ich hätte dich schon gefunden! Ja? Das weiß ich! Du hast mich noch immer gefunden! Ja. Ganz egal, wo ich war! Hallo, Alea. Meine Hautschaben. Hey, Luisa. Nickel. Reicht die Zahn, Willi. Hallo, Alea. Hallo, Alea. Das habe ich doch bestimmt schon über 25 Jahre nicht mehr gehört. Nein. Aber wenn das natürlich so ist,
dann lasse ich die enge Wursthaut an. Weil heut ist mir nämlich alles Wurst. Hallo. Mama, Papa, Mama, Herrschaft, wo sind denn die wieder? Jetzt ist da aber sauber aufgeschmissen, wie die nicht daheim sind. Mama, Mama, Mama. Kali, ja, grüß dich! Mama, jetzt bitte schrei nicht so laut, sonst wacht er noch auf. Na, na, der ist im Bad. Du, sag einmal, kommst du jetzt wirklich schon wieder heim zu uns? Der hat's dir nicht gefallen bei den langhaarigen Lallen, ha? Sag einmal, Mama, wie schaust denn du aus? Ist ein bisschen arg knapp, hä? Aber elegant, gell, Kali? Ja. Ja. Unheimlich. Ja, weißt, Kali, ihr habt mich ja eigentlich die letzten 15 Jahre nur in Arbeitskleidung gesehen, nicht? Man, da ist es jetzt ganz klar, dass dir da gleich die Sprache verschluckt. Mama, geh mal her. Was ist denn? Sag einmal, hast du ein bisschen was getrunken? Na, wo denkst denn du hin? Was? Aber bei der Emma waren wir drüben, weißt du? Und da haben wir 7 so ganz, ganz kleine Liköre getrunken. Überhaupt nicht der Rede wert, Bruder. Ja, sauber, sag ich. Und so einer Frau, einer Alkoholikerin, soll ich ein Kind anvertrauen. Hä? Du Mama, sitzt dir mal her. Du Mama, sag einmal, habt ihr noch was Größeres vor? Oder möchtest du in dem Aufzug nur Fernsehen? Weißt du, der Papa und ich, wir gehen heute ganz groß und fein und elegant. Und ganz besoffen. Angehalten bitte. Also. Zum Dinieren. Warum fragst du den Kali? Nein, Mama, ich hab schon Angst gehabt, dass du über den Kummer, über unseren jähen Aufbruch aus dem Elternhaus zu einer gebrochenen und frühzeitig gealterten Frau geworden bist. Aber dem ist ja scheinbar nicht so. Oh mein Kali, was weißt denn du? Bin halt heute ein bisschen lustig. Hm? Zugegeben, mit etwas zur Hilfenahme von Alkohol. Ja, aber schau, Kali. Jetzt geht's mir ja sowieso schon wieder besser, weil du da bist bei mir. Nein, Mama, da unterliegst du einem Irrtum. Ich komm nicht heim. Warum nicht? Mama, die Sache ist ja so, du, ich hätte halt ganz fest mit dir gerechnet. Ja, das kannst du doch, Bub. Zu jeder also, Tages- und Nachtzeit. Ja, das hab ich gesehen. Kam's an mir aus beim Loch draußen, da macht's ihr ein High Life da herin. Du, Mama, pass auf. Ha? Die Sache ist ja so, ja. Ich hab ein Kind. Was hast du? Mama. Willi, geh vom Wasser raus! Willi! Mama, was hast du denn, Mama? Oh, ich krieg in den engen Gang keine Luft. Ja, na, zieh doch bitte den unmöglichen Fetzen wieder aus. Und das hast du mir verschwiegen. Hm. Ja, sag einmal, Kali, wie alt ist denn dann der kleine Wurm? Sag einmal, Mama, hast du einen Getriebeschaden? Was? Das Kind gehört nicht mir. Nicht? Ja, warum nicht? Also weißt, das ist nicht zum Fassen. Ich glaube, da sind bei dir irgendwo bei den 7 Likörchen ein paar Sicherungen durchbrennt, hä? Ja. Da. Jetzt haben wir es zusammengebracht. Jetzt haben wir es glücklich zusammengebracht. Jetzt haben wir mit unserem Geblär aufgeweckt. Ja, entschuldige mal, was ist denn das für ein Kind? Mama, sag einmal, dein logisches Denkvermögen, das lass dich halt versauber im Stich. Du, nachdem ich ja nicht umsonst in der Studentenbude hausen kann, muss ich nebenher ein bisschen jobben. Verstehst? Ja, da ist ja das Kind im Weg. Mama, kapierst denn du gar nichts? Ich mach einen Babysitter, ist das klar? Und jetzt stell dir vor, jetzt ist der erste Trompeter von unserer Band ausgefallen. Ja, und die bräuchten mich ganz dringend. Ja, da kann der Kleine nicht schlafen, wenn du trompetest. Mama, das ist doch das Problem. Schau. Ich hab mir jetzt gedacht, dass du bis um 11 auf den kleinen Putzel aufpasst. Ja, gibst dir mal Flaschen und wickelst noch und dann hol ihn wieder ab. Ja, und bei um 12 kommen die leiblichen Eltern heim und dann liegt das Kind schon wieder friedlich schlafend in seinem Bett drin. Verstehst? Du Mama, hast du das jetzt geschnallt? Ja, ja, das habe ich jetzt schon geschnallt. Aber weißt du, der Papa und ich, wir möchten halt wirklich zum Essen gehen. Weißt du? Ganz elegant und bei Kerzenlicht und so leiser Musik. Mama, und alles. Schau, das kannst du doch morgen auch machen. Jetzt bitte lass mich nicht hängen. Du, die Bank muss spulen, sonst ist der Vertrag im Wasser. Mei, und der Papa hat sich eigens dafür gebadet.
Das ist natürlich ein Argument. Ja, schaut mal, wo kommt denn das Kind her, ha? Oh, mein Herr Sohn! Nein, Papa, das ist nicht meins. Aber sagt's einmal, kann man denn nicht einen normalen Babysitter machen, ohne dass man gleich aufs Fünfamste verdächtigt wird in dem Haus? Hm? Ja, sag einmal, und Nase ist ja auch ein Strupp aus der Taschen raus. Und stinkt tut er auch. Ja. Ja, du Mama, schau, das ist Liebe auf den ersten Blick, gell? Also, dann ist er alles Roger, also pfiat euch bin halt, Moment einmal. Was denn? Ich hab doch nicht gesagt, dass du den Kleinen da lassen kannst. Nein, du kannst doch nicht einfach so über uns verfügen. Der Papa und ich... Jawohl, wir wollten euch abends zum Essen gehen, das hat deine Mutter nach 20 Jahren verdient, ne? Also, was soll das Kind in unserem Haus? Jetzt Herrschaft, jetzt machst du kein Drama, zwickst den kleinen Scheißer. Du, ich hab's der Mama schon groß und breit erklärt. Ich bräuchte euch halt ganz dringend, dass auf den Kleinen aufpasst. Ja, weißt du, in seiner Band, gell, da ist der erste Trompeter krank geworden. Genau. Verstehst du das? Nein, ich will aber wirklich nicht. Genau. Nein. Und wenn der Kleine noch so nett ist. Ich hab mich so auf diesen Abend gefreut. Wohin kannst du ihn bringen? Wohin sind wir daheim? Mama, bitte, die Band muss heute spielen und nicht morgen. Das ist mir wurscht. Ja, erst jetzt. Fährt der Gehirnerschütterung. Ja. Da glaubst du denn, dass deine Mama nach diesen 20 Jahren Erziehung läuft jetzt bis zum Rest ihres Lebens mit dem Kinderwagen rum und zieht fremde Kinder auf, ha? Also erstens ist es kein Kinderwagen, sondern eine Tragetasche. Ja. Und zweitens ist es nicht für den Rest ihres Lebens, sondern bloß für heute abends. Ja, und drittens habe ich doch nicht wissen können, dass sie gleich ausflippt, wenn wir alle aus dem Haus sind. Naja, Knabe, es tut mir furchtbar leid. Ich hoffe, du stehst auf Jess. Der kehrt doch nur schnell gewickelt. Nicht nötig, Mama, das ist halt warm. Also, gute Nacht. Schöne Nacht wünsche ich euch. Ja. Beziehungsweise einen vergnügten Abend, wollte ich sagen. Ich bin auf das Äußerste enttäuscht. Und besonders von dir, Mama. Willi? Hm? Eigentlich war es ja wurscht, gell? Was? Weil der Kleine ist ja so lieb. Ja, ich war halt auch lieb. Und was hab ich da davor, hä? Schau, Willi. Wir könnten ja morgen fortgehen oder morgen. Vielleicht auch übermorgen. Ja, oder nächstes Jahr, ich weiß schon, ja. Ja, mach doch, was du magst. Wisst ihr es jetzt schon, jetzt wo? Also gut, ich drück noch mal ein Auge zu. Ja, okay. Aber das eine sag ich dir, das ist das allererste und das allerletzte Mal, dass du uns fremde Ableger ins Haus bringst, gell? Ja, obwohl ich ja eigentlich prinzipiell gar nichts gegen Babys hab. Ja. Dann stinken würde. Und wenn du nächstes Mal wieder den Job annimmst, dann erledigst du den selber, gell? Mhm. Heißt jetzt das endgültig ja? Ja, verschwind. Dankeschön, pfiat euch, aber jetzt pressiert's. Jesus, hätte ich bald vergessen. Was denn? 6 Makel kriegst du in der Stunde fürs Aufpassen für den Kleinen. Dann kannst du deine Frau ganz nobel und vornehm zum Essen ausführen. Pfiat euch. Na weh, was sagst du jetzt dazu, ne? So schnell kommst du zum Kind? Ja. Mei, und ich hab mich so auf das Menü zu zweit gefreut. Bei Kerzenlicht und leiser Musik. Ja. Und stattdessen darf ich jetzt das Träger die Backe auspacken. Ja. Jetzt lacht er. Ja. Lach nicht! Der kann doch überhaupt nichts dafür. Ist ja bloß gut, dass er dich nicht versteht. Weißt du was, Willi? Ja. Ich trau mir jetzt ins Boot rein. Komm, Willi, geh weiter. Schau, Willi. Was verlieren wir denn schon an einem Abend? Hm. Uns bleibt ja immer noch Hawaii. Ja. Aloha. Gott sei Dank, es scheint alles in Ordnung zu sein. Mach dir keine Gedanken, liebe Mama, es geht mir gut. Auch mit dem Kochen komme ich gut zurecht. Oh meine Mann. Nur die Kinder nerven mich manchmal ganz schön. Das freut mich. Jetzt kann ich mir erst vorstellen, was du mit uns dreien mitgemacht hast. Ja, Madel. Da hat der Papa schon recht gehabt. Ihr lernt erst alles, wenn ihr mal auf eigene Füße steht. Naja. Dann bin ich auch schon wieder ein bisschen beruhigt. Ach ja, meine Kinder halt. Ich mag ja gar nicht stricken. Mein Garten könnte ich noch ein bisschen rausgehen. Aber es rentiert sich auch nicht mehr, weil der Willi werde ja auch bald heimkommen. Also die Ruhe in dem Haus da herin, die macht mich noch wahnsinnig. Kein Telefon, keine Trompeten, keine Streiterei.
Das Bad ist in der Früh immer frei. Es ist fast nicht mehr zum Aushalten. Kommt der Willi heute schon warm, he? Servus. Ja, der Felix. Ja, grüß dich, Gott, mein Bub. Ja, grüß dich, wie geht's dir denn heute? Mei, das freut mich, dass du endlich einmal auf Besuch kommst. Die ganzen Wochen hast du nicht sein lassen. Hm? Wie geht's dir denn? Hast du denn Hunger? Ja, Hunger hätte ich schon. Na also, komm, geh weiter, sitz dich her. Kriegst dann gleich was zum Essen. Rahmschnitzel mit Knödel gibt's halt. Die magst doch du so gern, gell? Hast du ein bisschen länger Zeit? Ja, eigentlich schon. Ja? Ein bisschen dasig bist, meine ich, du, warum hast denn die Andi nicht mitgebracht? Die hättest du uns vielleicht schon mal vorstellen können, weißt? Wir haben immer drauf gewartet. Ich war ja schon da, gleich am nächsten Tag, und die Angie war nachgekommen, aber ihr wart ja nicht daheim. Morgen bist du dran. Kriegst du auch was Gescheites zu missen, he? Du, kocht sie, die Angie? Nein, wir gehen ja meistens zum Essen. So, so. Mhm. Du, Mama, einen Job habe ich jetzt gekriegt, bei der Bank, in der ich meine Lehre gemacht habe. Die haben mich gleich genommen. Mei, gut, das ist ja wunderbar. He? Dann ist ja alles in Ordnung. Oder nicht? Mama, ich mach's kurz. Ja. Mein Zeigel steht draus. Darf ich wieder heimkommen? Freilich, Felix. Freilich darfst du wieder heimkommen, Bub. Mein Gott, nein. Das war ja noch schöner. He? Hat's nicht geklappt mit der Angie? Mama, ich sag das. Die letzten 3 Wochen, das war der absolute Horror. Was das für eine hohle Nuss ist, das hab ich erst jetzt in vollem Ausmaß gespürt. Einbilden tut sie sich wunder was auf das Geld von ihrem Vater. Mindestens 3-mal täglich hat sie es mir auf Butterbrot geschmiert. Und konstant war es mir über irgendwas beleidigt. Das war eine Krawallschachtel nicht zum Aushalten. Ja, du lieber Himmel. Ja, und jedes Mal, wenn es mir bis da raufgestanden ist und ich die Kurve kratzen wollte, dann hat es mir wieder Honig ums Maul geschmiert. Und die Deppin wieder kniewach geworden. Das ist voll furchtbar gut, mein Lieber. Ja, und ihr Vater erst. Das war der Allerschönste. Ja. Der hat ununterbrochen vom Heiraten gefaselt. Stell dir das einmal bildlich vor, Mama. Ich, ein Jüngling in den besten Jahren, soll jetzt schon so eine aufbluderte, angeschmierte Strohdumme ganz heiraten. Da schneust du ab. Ja, ich hab mir gedacht, du magst sie. Ja, Wiener Würstel mag ich auch, deswegen heirate ich doch keins. Für ihren Vater war ich natürlich der ideale Schwiegersohn gewesen. Ja. Ein Hund an der Leine und die Erfahrung mit dem Geld für den Betrieb. Ja, nein, Mama, ohne mich. Ja, mein Bub, was soll ich jetzt da sagen? Du wolltest deine eigenen Erfahrungen machen und das war anscheinend gut so. Weil uns hast du ja sowieso nichts geglaubt. Aber schau, Felix, jetzt ist ja sowieso schon wieder alles viel besser, weil du daheim bist. Ne? Du? Ich bin ja auch so froh, Mama, dass ich wieder da bin. Gell? Meinst du, der Papa wird arg narrisch, weil ich wieder da bin? Nein, ein bisschen meckern wird er halt nicht. So pro forma. Kennst doch einen Papa, wie er ist, nicht? Ja, nachher trage ich jetzt mein Zeigel auf mein Zimmer nach. Ja, jetzt ist es nach Felix. Du kannst ja gar nicht in dein Zimmer rein. Du, da habe ich ein Arbeitszimmer draus gemacht, weißt du, so zum Nähen und zum Bügeln. Ja, oder wir räumen schnell um. Ah, das macht nichts. Dann geh da rein in dem Kalle sein Zimmer, das ist die Schönere. Hast du vom Kalle schon mal wieder was gehört? Ja, ja, jede Woche kommt er mal vorbei, wenn er ein Kind vorbeibringt oder wenn er ein Geld braucht. Also komm, dann helfe ich dir auf drum. Du, Mama, ja? Was ich sagen wollte. Ich hab's erst jetzt begriffen, was du mit uns drei Arbeit hast. Das merkt man halt erst, wenn's keiner mehr tut. Verstehe. Mama, du zeigst mir jetzt, wie die Errungenschaft des 20. Jahrhunderts die Waschmaschine funktioniert. Weißt schon, mit Vorwäsche und Hauptwäsche und dem ganzen Schmarrn. Und dann wasche ich meine Klamotten in Zukunft selber. Das war ja gelacht. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Mama! Papa! Ja, Herrschaft, jetzt ist doch wieder keiner da. Das darf doch nicht wahr sein. Da schifft man sich nach wochenlanger Odyssee in den heimatlichen Hafen ein. Jetzt ist wieder keiner da. Naja. Dann schau ich halt zum John über. Den Verhau, ah, den räume ich später auf. Oder vielleicht Mama. Schau, der lernt der Hafen. Hey, was ist denn da los bei uns?
Ja, Trompeten von Kali. Da liegt doch vielleicht ein Kind auch rum irgendwo. Ja? Ja, was soll denn das da? Ja? Luise! 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 Ist ja, was, Herr? Was ist denn? Du sag mir, was soll denn diese, das Stillleben da bei uns? Und direkt von der Garten, die da sich da drüber fällt? Das Chaos noch, schaut das aus nach deinem Sohn Karl? Du, vor 5 Minuten war das da noch nicht da. Die Müllabfuhr hat's uns nicht reingelegt, also. Aber den Bürstel, der soll kommen, den werde ich am Markt blasen, mein Lieber. Mensch, jetzt beruhigt ihn noch gerade wieder, er ist ja gar nicht da. Das ist ja die Frechheit, er lässt seinen Mist ab und haut wieder ab. Gelangt es nicht, dass wir in der Woche zweimal einen Babysitter machen müssen für fremde Kinder. Mama, hilfst mir noch? Ja. Servus Papa, nett, dass du da bist. Da bin ich da in einem fremden Haus, hä? Was will denn der da? Gehört die Altkleidersammlung dir? Die Papa, ich hab doch keine Trompeten, die gehört doch dem Karl. Ja, Moment, weißt du, du bist doch der Felix, ne? Und dieses Klump wird ein Karl gehören, also was hat das eine mit dem anderen zu tun? Also ich für meine Person kann sagen, ich bin wieder in eure mütterlichen Arme, in deine natürlich auch, Papa, reumütig zurückgekehrt. So, aha. Ja, und wie es ausschaut, hat mein Bruder Karl den gleichen Entschluss gefasst. Denn wo die Trompeten ist, ist der Karl. Und wo der Karl ist, ist die Trompeten, klar? Jetzt will ich einmal was sagen. Wenn der selbe Zirkus wieder losgeht, mein Lieber, dann werde ich aber grantig, gell? Jetzt guck mal, Alter, schimpf doch nicht gleich. Jawohl, ich schimpf jetzt, weil ich aufgelegt bin zum Schimpfen. Da bin ich mit einem Drum rara und mit Wind aus dem Haus gesaust, ne? Mama weint da wochenlang die Ohren voll. Man fängt langsam an, ein ruhiges Leben zu beginnen. Da kommt einer nach dem anderen wieder daher. So geht es nicht. Du bist da. Wieso bist du auf einmal wieder da? Ich mach jetzt einen Kaffee. Zur Beruhigung. Du weißt genau, dass mich ein Kaffee aufregt. Sehen wir nicht aus, also, ich höre. Hier sitzen der für mich schon, oder? Er riecht keinen Schmarrn. Papa, ja? Ich hab's der Mama schon erzählt. Ich weiß, es war ein Riesenfehler, dass ich gleich zur Anschützung bin. Aber ich hab halt gemeint, weißt du schon. Hast gemeint, ja, ja. Ich will dir mal was sagen, Bruder. Diese Spielchen, die haben zu meiner Zeit schon nichts getaugt. Und haben heute noch nicht. Aber ihr Junge, ihr seid ja so gescheit, ihr wisst ja alles besser. Und wir Alten sind total vertrottelt und verblödet. Das hab ich nie gesagt, Papa. Aber denkt hast das. Ich will dir mal was sagen. Das macht gar nichts aus, dass du mal richtig auf die Nase gefallen bist. Aber den Zirkus nochmal möchte ich nicht mehr erleben, ist das klar? Klar, Papa. Ich bin ja so froh, dass ich wieder da bin. Ja. Und noch was, Papa. Ja. Wenn es dir nichts ausmacht, ich helfe ab und zu im Garten. Ich meine, die Erdbeeren schmecken mir ja auch. Was? Ja, und wenn du mal gerade selber keine Zeit hast, ich war schon deine Art da bin ich nicht so. Du? Ja, dir musst ja furchtbar dreckig gegangen sein. Servus, Papa. Ha, der Felix, ja, grüß dich. Ich bin da wieder da. Der zweite verlorene Sohn geht auch den heimatlichen Herd zurück. War wohl nichts mit der großen Freiheit. Oh, mein Papa. Sowas von einem perfektionierten Chaos, wie in der Studentenbude, das kannst du dir nicht vorstellen. Okay. Du, zu 8er haben wir ein Bad gehabt, so ist schon mal losgegangen. Mhm. Ja, Trompete spielen habe ich auch nicht können, weil sich immer irgendeiner aufgeregt hat. Ja, du, das nervt mit der Zeit, da kriegst du einen Vogel. Na, hör auf. Es gibt jemanden, der dich mehr nervt wie wir? Ja, du, nachdem ja 2/3 der Uni mit Fremden, mit weiblichen Wesen belegt ist, ja? Du, da bist du ja den ganzen Tag mit Weibern umzingelt. Ja, das hält auf die Dauer kein Mensch aus. Ja, ja. Kann ich dir nachfühlen. Ja. Mir hat einer schon geschafft. Ja. Du, Karl, in dein Zimmer kannst du übrigens nicht mehr rein, da bin ich jetzt hier drin. Sag mal, spinnst du ein bisschen? Ja, tut mir leid, aber die Mama hat aus meinem Zimmer eine Werkstatt gemacht, so. Zurzeit nicht beziehbar. Ja, gehst du, da war ein Dorlierzimmer, das steht ja leer. Was in der Dorlierzimmer? Ja. In diesem gerüschten Albtraum in Rosa. Und haut's mir erst recht am Vogel hinaus. Du kannst sofort wieder in deine Studentenbude zurückkehren, kein Mensch hält dich auf. Also Papa, weißt du? Was? Das ist für eine glatte Erpressung, gell?
Jetzt sag einmal, freust du nicht wenigstens ein bisschen, dass ich wieder da bin? Hm? Das ist mein Problem. Es räumst erst einmal das Zeug auf, gell? Du, ich hab's ja gewusst, dass du dich freust. Ja, Mama! Halle. Ich hab's ja gewusst, dass du wieder da bist. Grüß dich, mein Freund. Luise! Käme die Kinder da. Luise! Deine Trauerwochen waren ganz umsonst. Und euch zwei möchte ich was sagen, wenn ihr nochmal die Kurve kratzt. Ein Zurück gibt es nicht mehr. Ist das klar? Zu Befehl, Herr General. Also. So, und jetzt ab in die Küche zum Essen. Jawohl. Kaffee gibt es auch gleich. Super. Die Sachen nehmt ihr gleich mit, das wird dann alles aufgeräumt. Und dann müssen wir alles noch haargenau erzählen, das war, okay? Weil das muss ich nämlich schon wissen. Ja, das war ja noch. Haben Sie mich doch schon wieder vergessen? Kaum sind die Buben im Haus, bin ich wieder Nebensache. Aber das lasse ich gar nicht mehr einreißen. Billy, komm halt! Zu mir hat niemand was gesagt. Gemeinde, jetzt sei doch nicht gleich so eingeschnappt, komm. Das ist nein. 3 Wochen war es jetzt so schön, nur mir hast du zugehört. War ja kein anderer da zum Reden. Tu doch jetzt nicht so künstlich beleidigt, ich kenn dich doch. Du kennst mich so, dann wirst dich aber täuschen. Ich hab für dich auch eine Überraschung da, wirst spitzen. Was hast du denn schon wieder angestellt? Na, angestellt bin ich einer von deinen Söhnen, ha? Das wirst du schon noch erfahren. Sag mir's halt gleich. Es wird nichts verraten. Bloß marsch ab zu denen. Oh. Billy, das sind 3 erwachsene Kinder. Lass dir was sagen, Luise. Ich bin nicht abgeneigt, die kleinen, freundlichen Freuden des Alltags jetzt nicht mehr zu haben, gell? Also richtig danach. Du bist ein Kindskopf. Ja. Aber ich bin heute so glücklich. Heute ist mir alles recht. Ja. Das ist die Emma. Emma, um. Ja, die hat nämlich gesagt, dass heute vorbeikommt. Die mach selber auf. Ja, die geht ja 3 Stunden immer vor. Ja, wir passen gerade. Ah, guten Tag, wer sind Sie denn? Guten Tag, ich bin die Ex-Freundin Ihres Sohnes Felix. Ah, Sie sind also die Angie. Ja. Was möchten Sie denn? Ich möchte ihm die 150 Mark Kostgeld zurückgeben, bitte ja, sehr. Geben Sie es ihm doch selber, kommen Sie rein. Danke, ich möchte mit dieser Familie nichts mehr zu tun haben. Was? Auf Wiedersehen. Ja, du blöde Hähne, du blöde. Ach so, ich war spannend, ich weiß. Ich bin froh, dass mit dem Buben nichts geworden ist. Du Papa, war das nicht gerade die Anschuldigung? Ja, warum? Ja, du bist schon gut, Papa, ich hab ja gleich einen Nierschnackler. So, was hast du denn wollen? Ja, 150 Mark Kostgeld hat sie zurückgebracht. Ne? Sag einmal, hat den Knall. Ja, schau dir in Zukunft deine Freundinnen an, dass sowas öfters passiert, gell? Da kannst du Gift aufnehmen, Papa. Ja, ich bin geheilt, wenigstens für die nächste Zeit. Nein, nein. So schnell aus mir auf meine Weibergeschichten mehr eh. Ja. Das geht ja vielleicht an die Nieren. Sure. Da bist du kein Mensch mehr. Aha. Aber nur an solchen seelischen Tiefschlägen reift man zum Manne. Gut, also, du halber Mann. Ich gehe jetzt mein Auto waschen, oder willst du das übernehmen? Du musst das heute sein, ich habe nämlich gerade eine Trommel voll Wäsche in der Maschine. Ich hab das gleich gedacht. Mach's dann wieder selber. Psst, Felix, du bist gerade allein. Ja, Storli, sieh ich Gespenster. Sag einmal, warum bist du nicht mehr in Laden? Felix, ich bitte, schrei nicht gleich so, dass wir alle gleich zusammenlaufen. Ja, ich verstehe die Welt nicht mehr. Wo kommst denn du her? Ja, ich bin schnell zum Garten rein, damit mich nicht alle gleich sehen. Ja, das ist schon klar. Aber warum bist denn du nicht mehr in England? Haben sie ihn ausgeschmissen, hast was ausgefressen? Ach, Felix, wenn du wüsstest, es war ja alles so furchtbar. Ja, was musst du auch nach London? Die Mama hat schon recht gehabt. Ja, und du? Wieso bist denn du wieder da? Ja, das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Aha. Aber jetzt spuck schon aus, Schwesterl, was war denn los? Also pass auf, die Kinder, die waren ja ganz lieb. Und ein schönes Zimmer habe ich gehabt, mit Blick auf die Themse. Es war wirklich alles wunderbar. Ja, wenn alles so wunderbar war, warum bist du nach 3 Wochen schon wieder da? Naja, der Hausherr, der Vater von den Kindern,
Ja, am Anfang habe ich mir nichts dabei gedacht und dann wollte ich ja auch nicht unhöflich sein. Ich habe halt gemeint, dass das in England so Sitte ist. Was soll da so Sitte sein? Naja, am Flughafen schon. Da hat er mich so abbusselt und abgeschleckt. Naja, das ist mir schon ein bisschen komisch vorgekommen. Aber wie gesagt, ich habe mir nichts dabei gedacht, weil ich halt gemeint habe, dass das so der Brauch ist. Weißt du, wie bei den Eskimos, die sich immer die Nasen aneinander reiben. Das wird mir schon der richtige Eskimo sein. Ich ahne schon was. Ja, und dann hat er sein Büro in der Wohnung gehabt. Ja, und wie die Gnädige nicht da war, ist er andauernd um mich rumgestrichen. Alle Augenblick hat er was von mir wollen. Was sagst du lieber gleich? Ein Tee oder ein Kaffee oder so. Ach so. Naja, und vor ein paar Tagen, seine Frau war gerade in der City Shopping, da hat er... Was hat er? Erst umeinandertappen hat er angefangen. Naja, und hat gemeint, das letzte deutsche Mädchen hätte sich auch nicht so angestellt. Ja, und dann habe ich es mit der Angst gekriegt. Dann hat er mich am Arm festgehalten und die Kinder haben zum Blären angefangen. Und dann ist Gott sei Dank seine Frau gekommen. Und dann hat es dich natürlich nicht ausgeschmissen. Mich? Er hat es ausgeschmissen. Mein Felix, das hätte es erleben sollen. Na ja, auf jeden Fall habe ich geschaut, dass ich so schnell wie möglich einen Flug kriege und habe meine Sachen gepackt. So, jetzt war es das. Ja, mir wird halt bloß hin mir Angst, was der Papa und Mama sagen, wo ich doch so unbedingt habe vortun. Drum soll ein Kind die Weisen lehren, die alten Leute stets verehren. Felix, du bist mein Bruder und du musst mir jetzt helfen. Ja, sag das mal. Mein Dorle ist da. Mein Gott, mein Dorle. Mama, grüß dich. Ich bin wieder da. Das war eine vollkommen überflüssige Bemerkung. Dorle, ist alles in Ordnung mit dir? Bist du gesund oder bist du krank? Nein, nein. Oder bleibst du jetzt wirklich wieder daheim? Ja, Mama. Ja. Mama, das waren die schlimmsten 3 Wochen meines Lebens. Und ich versprich das, ich werde ganz bestimmt nimmer meckern. Willi! Ja. Kali! Komm, schnell rein, schnell! Oh mein Gott, ja, ich schnell ab. Bist du vielleicht auch wieder da? Ja. Ist in London immer noch so viel Nebel? Papa, ja? Sei mir nicht böse, ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Ist ja recht, Marl. Mei, wie rührend, gell? Also bevor jetzt die ganze Familie in Freuden und Rührungstränen ausbricht. Ja, und du, Kali, bist du vielleicht auch wieder da? Ja, das siehst du doch. Und wir drei, wir gehen jetzt gleich hinauf und klären die Zimmerfrage, gell? Ja. Weil eine Nacht in deinem rosa Spukschloss und ich bin reif fürs Narrenhaus. Was tust denn du in meinem Zimmer? Also das tue ich auf keinen Fall, dass der in meinem Zimmer ist, Mama. Du, was heißt doch der? Ich bin immer noch dein geliebter Bruder, gell? Luise, hörst du vertraute Töne? Es ist eine Ruhe, ich gehe jetzt in Ruhe hinauf und genauso in Ruhe werde ich die Zimmerfrage klären. Ne? Eine Nacht wird es schon gehen und morgen Abend machen wir die Zimmer wieder um, gell? Also Mama, das finde ich wirklich unfair, dass du dem Kali einfach mal schönes Zimmer gibst. Hast du nicht zuerst gerade gesagt zu mir, dass du nie mehr meckern wirst? Geschwister, sei doch friedlich. Sind wir doch froh, dass wir uns wieder haben. Ja. Genau, und ich trage jetzt deinen Koffer vom Garten rein. Ja, ja, halt einmal. Wer bin ich denn? Was ist denn jetzt passiert? Ja, die Gelegenheit ist jetzt einmalig. Jetzt werde ich erst einmal klar Schiff gemacht. Marsch, trag deine Koffer selber rein. Spinnst jetzt? Dir werde ich gleich sagen, wer da spinnt, gell? Du hast mir doch nichts zum Anschaffen, das merkst du. Wir sind jetzt wieder daheim. Aber wir lassen uns nicht mehr von vorn bis hinten bedienen. Vor allem von der Mama, ist das klar? Was ist denn mit dir passiert? Ja. In Zukunft wird eine Arbeitseinteilung gemacht. Oh. Ich hab schon angefangen. Mein Trommelwäsch läuft schon. So. Und du bügelst das dann. Mama. Ja, ja, Dolly. Du, ich hab gar nichts dagegen, wenn du mich in Zukunft ein bisschen unterstützen willst. Ja. Ja, dann bin ich quasi überstimmt. Ja, dann schau es aus, aber für dich werden wir auch noch was finden. Also. Ja. Aber ich stelle mit Freuden fest, dass euer Ausflug aus dem Elternhaus nicht ohne Erfahrung und Folgen ist. Ja, wie man es nimmt. Aber warte noch, Birschel, die erwische ich schon noch. Ja. Meine Lieben, und jetzt könnt ihr den eure guten Vorsätze gleich unter Beweis stellen. Wieso wollt ihr uns am Ende nur lassen? Möglich. Das heißt, ich möchte euch die Möglichkeit geben, zu beweisen, dass ihr auch ohne uns, also die Mama und mich, auskommt. Und wer das zu machen?
Ja, wenn du uns so fragst, dann darf ich sagen, das ist null Problem. Null Problem? Null Problem. Und jetzt raus mit der Fahrt. Was habt ihr mit der angestellt, ihr zwei? Ja, du, das darf ich auch ganz gern wissen. Ja? Ja. Luisa, ich sage nur, hallo, ei. Was? Ja, du wirst doch nicht. Jawohl. In 14 Tagen geht's ab nach Hawaii, 3 Wochen im 5-Sterne-Hotel, Blick aufs Meer mit allem Drum und Dran. Willi, du bist verrückt. Du bist total verrückt. Gell, Mausel? Aber ich freu mich ja ganz narisch. Hast du es gehört? Mausel. Und das nach 30 Jahren Ehe. Oh, Hawaii, ich glaube, ich tick nicht mehr richtig. Und wir gehen London ein Mordstheater machen. Schatzi, die sind geistig völlig weggetreten. Für die sind wir gar nicht mehr da. Ja, da sind wir überflüssig. Kommt's, gehen wir. Ja, was sagt jetzt, Kind? Da schau her. Was war denn da? Schon wieder ausgeflogen, die Bande, ne? Ja, ja. Ja, und ja, also. Es geht wieder rund bei uns. Nichts hat sich geändert. Aber wir zwei fahren trotzdem nach Hawaii. Klar, Mauser. Ja. Null Problem. Ja. Haben. Und außerdem, unsere Reiseeindrücke aus aller Herren Länder kann uns niemand nehmen. Geil, Gustav. So ist es immer. Auch wenn wir diesmal keine Dias haben. Fliegen wir halt nochmal hin. Ja, ja, fliegen wir nochmal hin. Aber warum wir überhaupt rübergeflogen? Was? Wir natürlich rüberkommen sind zu euch. Also, nachdem ihr ja jetzt so quasi ein kinderloses Ehepaar seid, haben wir uns gedacht, wir fahren in 3 Wochen nach Verona für 2 Tage. Habt's nicht Lust? Fahrt's doch mit! Also so teuer ist die Reise auch nicht. Das könnt ihr hier auch leisten. Nach Verona? Mhm. Ja, was wollen wir da? Schau mal, was für eure Bildung tun. Ja. Hm? Ja, stellt euch vor, da gibt es in der Arena die AIDA. Ein unvergessliches Erlebnis. Also sowas muss man einfach gesehen haben. Ich nicht. Also ihr seid doch bei Nausen. Geh von ihm auch immer. Da kannst du gleich narrisch werden. Bei Obermüller, sie seht, ihr liebes mir vergebens. Da machst du es gut mit deinem besten Freund. Na, jetzt seid ihr nicht gleich um draußen. Lass doch mal Zeit, ich hab noch nicht Nein gesagt. Überlegen, wenn wir es doch mal noch dürfen, oder? Was ist, machst du einen Cognac? Zuerst will ich eine Antwort. Wir müssen morgen buchen. Solche Reisen gingen weg, wie die wollen wir sehen. Was ist, Lüssel? Willst du der Tante Aida nach Verona? Hm? Ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Ja? Also siehst du es, Gustav? Die Luise kann sich kaum bremsen vor lauter Begeisterung. Naja, Kunst und Bildung ist halt nicht jedermanns Sache. Was? Jetzt passen wir auf, jetzt will ich euch einmal was sagen, gell? Wir kennen uns schon länger. Und ich kann mich erinnern, dass du vor 15 Jahren noch mit dem Bauchladen rumgerannt bist, gell? Und ein Unterschied zwischen einem Ländler
und den Richard Wagner nicht kein Kind hast, ne? Und jetzt hört's auf mit euren Kunstgefasel. Wir kennen euch schon länger. Da möchte ich auch gleich noch was sagen. Ja? Das passt mir nämlich absolut nicht, dass uns das jahrelang unter die Nasen gerieben worden ist. Wie blöd eigentlich wir zwei sind, ja, weil wir drei Kinder großgezogen haben und keine Dias von allen nur möglichen Winkeln der Welt vorweisen können. Und da möchte ich gleich noch was hinzufügen. Solltet ihr jetzt beleidigt sein, dann tut's mir leid. Und wenn nicht, dann freut es mich, dann könnt ihr zwei Karten mit nach Verona buchen, ne? Das warst jetzt auf einmal so unwirsch. Ich bin aber kein wirscher Typ, ne? Komm, jetzt trinken wir da auf den Schritten auf. Prost, Gustav. Wir sind ein Freund, oder? Sowieso, bleiben wir da. Ne? Naja, so gut. Nachdem die Herren schon wieder auf die Freundschaft angestoßen haben, was ist, Luise? Wie redlich für dich. Das ist ja schauderhaft. Warum denn? Kaum sind unsere armen Kinder am ersten Tag weg, sind die Eltern schon sternhagelvoll. Ja. Luise, du übertreibst schon wieder. Was auch. Der für mich nicht mal lachen und lustig sein. Hm? Ja, das schon, aber doch nicht gleich am ersten Tag. Ach so. Ach, du meinst, da gehören einige Trauerwochen dazwischen. Selbstverständlich. Hm? Na was, weißt du was? Jetzt setzt man den fast die Krone ab. Ja. Jetzt gehst du in deinen reich gefüllten Kleiderschrank und ziehst das erstbeste und schönste Kleid an, das du hast. Oh, Meili, da geht gar nichts. Warum? Aus dem bin ich nämlich rausgewachsen. Was? Darum leider. Rüdel, das macht nichts, das macht gar nichts. Dann ziehst du dein zweit- und dein drittbestes Kleid an, ne? Und dann fahren wir nach Hawaii. Nein. Nach Hawaii fahren wir erst morgen. Heute lade ich dich ganz fein und sündteuer zum Essen ein. Ja. Ja. Wenn das eine ganz gute Idee ist. Du, ich habe jetzt so richtig einen Appetit auf eine Pizza. Na, oh. Mit recht viel Knoblauch. Luisa, bist du ja wieder profan. Okay. Eine Pizza. Noch dazu mit Knoblauch. Ja. Das wieder stinkst wie ein indischer Wasserbüffel. Nein, Löser. Wird die Nieren heute ganz fein bei Kerzenschein Champagner und leise Volksmusik. Ja, wenn's natürlich so fein sein soll, ja, dann muss ich schon das rausgewachsene Kleidl anziehen. Jawohl, das weißt ist du, die anderen sind viel zu harmlos. So, na ja, gut, also dann fang an, ne? Ja. Und noch was, Lisa. Ja. Pass auf, Lisa, noch was. Dann nimmst du ein bisschen Lippenstift. Ja. Und von deinem teuren französischen Parfum, damit du nichts mehr hast, nimmst du mir Rasierwasser, das stinkt auch. Ja. Ja. Also, Willi, ja, was du halt wieder alles sagst. Nein, das kommt ein ganz neuer Lebensabschnitt, mein lieber Schlösser. Ja. Und diesen zweiten oder dritten Frühling, den wollen wir gebührend einleiten. Ja. Also, ja. Marsch! Weißt du, was du wieder alles machst? Was denn? Schäm dich doch. Hallo? Hey. An deiner Stelle, Mama, ich glaube, das wirklich... bitte. Du bei aller Liebe, aber du mit deiner ewigen Dreinquasslerei und Dreimischerei, du, das geht einen auf die Nerven. Das muss einmal gesagt werden. Quasslerei, hast du das gehört, Willi? Ja, aber kein Matsch in die Ohren, ne? Was du da unverschämterweise Quasslerei nennst, das ist bei uns Lebenserfahrung. Aber das will ich deiner Jugend zu schreiben, ne? Weil sonst hättest du zwar nicht gefangen von mir. Kann ich jetzt bitte weiterbacken? Kannst du es gar nicht mehr erwarten, bis du dein Elternhaus verlassen kannst? Mama, schau. Ob schnell oder langsam, die Flennerei bleibt immer die gleiche. Sauber? Sauber, sage ich. Das wird einem einfach vor den Latz geknallt, ne? Und die Alten, die werden schon schlucken. Sag einmal, Willi, was ist denn heute überhaupt bloß los? Das, wie mir heute früh beim Aufstehen einer gesagt hat, was heute über uns alles kommt und alles reinbricht.
Ich war ein Mädchen. Was denn dann anders gewesen wäre, hä? Ich weiß nicht, ob es vielleicht besser ist, wenn es schnell geht, als wenn es so Tripfel weiß. Außerdem hast du noch deinen Felix, den Jüngsten, oder? Ja, freilich. Na? Mein kleiner. Ja, klar, ist 1,80 Meter ist auch nicht mehr klar. Oder? Du, der muss ja den nächsten Tag vom Bund heimkommen. Ja? Und der muss jetzt dann gleich im Kalender nachschauen, gell? Ja, wenn vom Paras heimkommt, ja, der weiß, ein Zuhause zu schätzen, glaubt man das? Ja. Ich geh jetzt noch ein bisschen Garten aus. Ja. Bin neugierig. Wie oft ich heute nur meine Stiefel aus und anziehen muss. Jesus, nein, du. Ja, freilich, Antoli muss ja auch noch helfen. Koffer packen, gell? Ja. Ja, ja. Ja. Blödsinn. Morgen wird schon leichter. Mein. Ja. Halt's Marl. Mir geht's ja nicht anders. Aber zeigen kann ich's halt nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte man doch im Winter nach Mexiko mitfliegen, hä? Jetzt stinkt er mir gleich. Ja, sag mal, telefonierst du nur, Alter? Ja, das gibt's doch nicht, hä? Hat die Welt schon sowas gesehen? Also, Papa, du bist einfach unmöglich. Was? Weil ich mit dem Hausherrn telefoniert habe. Mit was für einem Hausherrn? Ich bin von London. Mein Papa, das muss ein feiner Mann sein. Der hat ein riesiges Haus direkt an der Themse. Das ist mir wurscht, was der an der Themse hat. Du hast deine Ankunft mitzuteilen und sonst gar nichts. Ui, das habe ich jetzt vergessen. Da muss ich schnell wieder okay. Gib mir die Telefonnummer von dem Hausherrn. Den rufe ich heute Abend an zum Nachttarif. Da ist er in deinem Elternhaus alles mitmachen müssen. Ne? Aber in London wird er das alles am ersten Bewusstsein kommen. Ja. Du brauchst dich gar nicht lustig über mich zu machen. Du verstehst mich nicht. Das ist das Problem. Das ist es. Ich verstehe dich nicht. Ja, ja. Mein Marl, du kommst schon noch von selber drauf. Glaub mir das. Normalerweise hättest du jetzt auch nicht gefangen. Aber das kannst du ja nicht bringen. Ich kann dich ja nicht am letzten Tag gar nicht auf die Waffe hinaufhauen. Ne? Das geht nicht. Ja, ich geh zu meiner Luisa. Das ist meine Persönlichkeitsfindung. Was ist das? Was kommt da? Grüß dich, Papa! Ja! Ja! Ja, Felix, du bist da, da wird sich die Mama freuen. Die kannst gleich ein bisschen aufdeppern. Papa, jetzt hab ich es geschafft. Jetzt bin ich endlich ein freier Mann. Hab ich jetzt gerade Mann gehört? Aber allerweil, Papa. Tja? Oh, mei, ist das schön. Ja. Okay. Daheim ist am schönsten, gell, Felix? Ja, unter anderem. Ja. Du, Papa, wo ist denn die Mama? Die muss man nämlich schnellstens meine Klamotten waschen. Die muss ich in ein paar Tagen wieder ordnungsgemäß in der Einheit abliefern. Nein, das wird sie mit Wonne machen, nachdem jetzt der Storli und der Karli fortgingen, ne? Ja, der Storli hat mir die Neuigkeit draußen schon erzählt. Ja? Finde ich echt stark. Und ja, wie tragt's die Mama? Na ja, du kennst das ja ohne meinen Kommentar. Aber sie hat ja dich jetzt, Felix, gell? Ja, Papa, das ist ja so eine Sache. Was? Weißt, ich habe jetzt nämlich unwiderruflich die Frau meines Lebens gefunden. Was, schon wieder? Geh, Papa, respektier bitte schon meine tiefsten Gefühle. Also, soweit ich mich erinnern kann, vor einem halben Jahr war die Frau deines Lebens so ein Tippmamsell aus dem Steuerbüro, ne? Ist die nicht mehr aktuell, oder wie? Geh zu, die war doch nichts weiteres wie unreifes Grünzeug. Was? Völlig unbedarft und nichtssagend. Mei. Wie sich der Wortschatz einer Frau bei dir schnell ändert, ja? Und die jetzige Frau fürs Leben, wer ist das? Papa, ich mach's kurz und schmerzlich. Ja? Meine Zivilklamotten sind schon bei ihr. Was? Ja, sie hat Eltern mit ziemlich viel Kohle und die haben ihr ein Apartment eingerichtet und ich zähl zu ihr. Du. Aha. Ja, ich stelle es euch natürlich demnächst vor, ist ja logisch. Na, das ist aber nett von dir. Ja, ich bin eigentlich nur noch heimgekommen, weil ich der Mama die Sachen zum Waschen bringen wollte. Ah. Das ist sehr großzügig von dir, wie man sie sagt.
Ich hab's gedacht, Studentenbude, das kannst du dir nicht vorstellen. Geh. Du, zu Achter haben wir ein Bad gehabt, so ist schon mal losgegangen. Mhm. Ja, Trompete spielen habe ich auch nicht können, weil sich immer irgendeiner aufgeregt hat. Ja, du, da, das nervt mit der Zeit, da kriegst du einen Vogel. Na, hör auf. Es gibt jemanden, der dich mehr nervt wie wir? Ja, du, nachdem ja 2/3 der Uni mit Fremden, mit weiblichen Wesen belegt ist. Ja. Du, da bist du ja den ganzen Tag mit Weibern umzingelt. Ja, das hält auf die Dauer kein Mensch aus. Ja, ja. Kann ich dir nachfühlen. Ja. Mir hat einer eh schon geschafft. Ja. Du, Karl, in dein Zimmer kannst du übrigens nicht mehr rein, da bin ich jetzt eh drin. Sag mal, spinnst du ein bisschen? Ja, tut mir leid, aber die Mama hat aus meinem Zimmer eine Werkstatt gemacht, so. Zurzeit nicht beziehbar. Ja, gehst du da war ein Dorlierzimmer, das steht ja leer. Was in der Dorlierzimmer? Ja. In diesem gerüschten Albtraum in Rosa. Und haut's mir erst recht am Vogel hinaus. Du kannst sofort wieder in deine Studentenbude zurückkehren. Kein Mensch hält dich auf. Also Papa, weißt du? Was? Das ist voll glatte Erpressung, gell? Jetzt sag einmal. Hm? Freust du nicht wenigstens ein bisschen, dass ich wieder da bin, hä? Das ist mein Problem. Es räumst erst einmal das Zeug auf, gell? Hm. Du, ich hab's ja gewusst, dass dich freust. Ja, Mama! Ich hab's ja gewusst, dass du wieder da bist. Grüß dich, mein Freund. Luise! Käme okay, die Kinder da. Luise! Deine Trauerwochen waren ganz umsonst. Und euch zwei möchte ich was sagen, wenn ihr nochmal die Kurve kratzt. Ein Zurück gibt es nicht mehr. Ist das klar? Zu Befehl, Herr General. Also. So. Und jetzt ab in die Küche zum Essen. Jawohl. Kaffee gibt's auch gleich. Super. Die Sache nehmt's gleich mit, das wird dann alles aufgeräumt. Und dann müssen wir alles noch haargenau erzählen, ja, das war, gell? Weil das muss ich nämlich schon wissen. Ja, das war ja gut. Haben Sie mich doch schon wieder vergessen? Kaum sind die Buben im Haus, bin ich wieder Nebensache. Aber das lasse ich gar nicht mehr einreißen. Billy, komm halt! Zu mir hat niemand was gesagt. Gemeiner, sei doch nicht gleich so eingeschnappt, komm. Hm. Ist das nein. 3 Wochen war es jetzt so schön, nur mir hast du zugehört. War ja kein anderer da zum Reden. Tu doch jetzt nicht so künstlich beleidigt. Ich kenn dich doch. Du kennst mich so, da wirst dich aber täuschen. Ich hab für dich auch eine Überraschung da, wirst spitzen. Was hast du denn schon wieder angestellt? Na, angestellt bin ich einer von deinen Söhnen, ha? Das wirst du schon noch erfahren. Sagen wir es halt gleich. Es wird, dass die Kinder groß und erwachsen werden, endlich auf eigenen Füßen stehen. Was ist dann? Dann geht der Zirkus erst los. Und das will diese Glucke da drin nicht glauben, dass es einfach der Lauf der Welt ist, ne? Ja, doch meine Worte. Macht es euch doch auch einmal schön. Ja. Gönnt es euch doch einmal was. Du, wir haben uns die Buben, da kommt nicht einfach abhauen. Geh her doch auf, die sind doch auch nicht mehr in die Windeln, oder? Na, das nicht, aber... Nix aber. Du bist der gleiche wie der Luise. Jetzt, wenn der Dolle dann fort ist, dann habt ihr doch mehr Zeit. Ich meine, die zwei Buben, die können doch mal auf sich allein aufpassen. Na ja. Mach's doch mit uns einmal in Urlaub. Fahrt's doch mal mit. Na weißt du, Gustav, ihr fliegt ja so weit weg. Was heißt da so weit weg? Die Welt ist klein geworden im Jet-Zeitalter. Ja. Natürlich, nach Starnberg. Da kannst du am Sonntagnachmittag anfangen. Ja. Ja, da sehe ich aber keine halbe Hunderten, ne? Ja, du bist halt sowas von sarkastisch. Direkt ungemütlich bist du. Ach, was? Papa? Hm? Papa, stell dir vor, was ist ich habe für morgen schon einen Flug gekriegt. Ist das nicht sagenhaft? Ich muss sofort meine Sachen packen. Sagenhaft. Okay. Du, Papa? Ja? Ich wollte dich eigentlich nur fragen, ja? Ob ich ganz kurz nur mal nach London telefonieren kann. Was? Also, wie spinnst denn du? Was das kostet? Lieber Papa, ich muss doch sagen, dass ich morgen ankomme. Die müssen mich doch vom Flughafen abholen. Nicht, der telefoniert auf keinen Fall. Das kommt gar nicht in Frage. Was soll ich denn sonst machen? Der Papa meint, du sollst das vielleicht einmal mit dem Trommeln probieren. Also, kein Mist in meine Familienangelegenheit. Das geht dir nichts an. Oder zahlst du die Gespräche, ja? Also, wenn du dich mal fremd warst, dann war ich jetzt direkt sauer. Ja, das brauchst du nicht. Papa. Was denn? Papa, nur einen Satz. Dass ich morgen um 19 Uhr ankomme, ja? Bitte schön. Ich zahl's da auch. Die lachen mich tot, sie zahlt. Da kannst du gleich die letzten Gespräche von den letzten 15 Jahren auch noch bezahlen, ne?
Also von mir aus. Aber die Telefonrechnung, die schicke ich dir nach London, gell? Das sag ich dir. Dankeschön, Vater. Ja. So, da ist jetzt der Kaffee. Generell. Ja, hat ein bisschen lang gedauert, Gustav, gell? Eigentlich wollte er gerade gehen, aber den Kaffee trinkt er. Den Kaffee trinkst du jetzt noch. Zeig es heute ein bisschen eine gereizte Stimmung, habe ich festgestellt. Bei uns, gell, da kann niemand das gereizte, das ja. Sag einmal, Luise, wie schaust du raus? Magst du dir mal umziehen, hä? Nein, und deine Bauern suchen, was du da rumläufst. Da muss man direkt schauen. Nein, ich bin noch nicht fertig. Ich muss noch mal in den Garten raus. Machst du auch einen Kaffee? Was ist sagen? Nein, ich mag keinen Kaffee. Mich sind einmal zu uns rübergekommen. Und die Dias von der Maike auch schon. Was? Wir haben die von den Marie Hochen noch gar nicht gesehen. Malediven meinst du, gell? Aber das macht doch nichts, dann komme ich auch gleich mit durch, Jung. Was? Ja, ich kann mich erinnern, wenn du, anfängst mit den Dias, du hast mindestens 2000 Stück, oder? Das kann schon hinkommen. Also nachher. Morgen hab ich's ab. Also, Kind, das hab ich gesehen. Kam sie mir aus beim Loch draußen, dann macht sie ein High Life da herin. Du Mama, pass auf. Die Sache ist ja so, ja. Ich hab ein Kind. Was hast du? Mama. Willi, geh vom Wasser raus! Willi! Mama, was hast du denn, Mama? Oh, ich krieg in den engen Gewand keine Luft. Ja, na, zieh doch den unmöglichen Fetzen wieder aus. Und das hast du mir verschwiegen. Ja, sag einmal, Kalle, wie alt ist denn dann der kleine Wurm? Sag einmal, Mama, hast du einen Getriebeschaden? Was? Das Kind gehört nicht mir. Nicht? Ja, warum nicht? Also, weißt du, das ist nicht zum Fassen. Ich glaub, da sind bei dir irgendwo bei den Simli-Kirchen ein paar Sicherungen durchbrennt, hä? Ja. Da. Jetzt haben wir's zusammengebracht. Jetzt haben wir's glücklich zusammengebracht. Haben wir mit unserem Geblär aufgeweckt. Ja, entschuldige mal, was ist denn das für ein Kind? Mama, sag mal, dein logisches Denkvermögen, das lässt dich halt versauber im Stich. Du, nachdem ich ja nicht umsonst in der Studentenbude hausen kann, muss ich nebenher ein bisschen jobben, verstehst? Ja, da ist ja das Kind im Weg. Mama, kapierst denn du gar nichts? Ich mach einen Babysitter, ist das klar? Und jetzt stell dir vor, jetzt ist der erste Trompeter von unserer Band ausgefallen. Ja, und die bräuchten mich ganz dringend. Ja, da kann der Kleine nicht schlafen, wenn du trompetest. Mama, das ist doch das Problem. Schau, ich hab mir jetzt gedacht, dass du bis um 11 auf den kleinen Putzel aufpasst. Ja, gibst dir mal Flaschen und wickelst noch und dann hol ihn wieder ab. Ja, und bei um 12 kommen die leiblichen Eltern heim und dann liegt das Kind schon wieder friedlich schlafend in seinem Bett drin. Verstehst? Du, Mama, hast du das jetzt geschnallt? Ja, das habe ich jetzt schon geschnallt. Aber weißt du, der Papa und ich, wir möchten halt wirklich zum Essen gehen. Weißt du, ganz elegant und bei Kerzenlicht und so leiser Musik. Mama, und alles. Schau, das kannst du doch morgen auch machen. Jetzt bitte lass mich nicht hängen. Du, die Bank muss spulen, sonst ist der Vertrag im Wasser. Mei, und der Papa hat sich eigens dafür gebadet. Das ist natürlich ein Argument. Ja, schaut schon mal, wo kommt denn das Kind her, ha? Oh, mein Herr Sohn! Na, Papa, das ist nicht meins. Aber sagt's einmal, kann man denn nicht einen normalen Babysitter machen, ohne dass man gleich aufs Fünfärmste verdächtigt wird in dem Haus? Hm? Ja, sag einmal, und Nase ist ja auch ein Strupp aus der Taschen raus. Und stinken tut er auch. Ja. Jetzt lacht er. Ja, du Mama, schau, das ist Liebe auf den ersten Blick, gell? Also, dann ist er alles Roger, also pfiat euch bitte. Halt, Moment einmal. Herrschaft, nein, was schreist denn schon wieder so, Madel?
Geht denn in dem Haus der Herrin gar nichts ein bisschen gedämpfter? Ha? Mama, du hast schon wieder Stachelbeeren in die Ohren. Was? Komm mal rein, ich hab da nämlich ganz was Wichtiges zum sagen. Das geht jetzt nicht, ich bin doch mitten unter der Gartenarbeit da. Schau meine Stiefel an, wie viel trägt das sind. Was willst du denn? Mama, du musst dich unbedingt hinsetzen, weil wir Ritikin haut sich sowieso gleich um. Ja, dann ist sowieso nichts Gescheites. Ist ja auch bei der Familie nicht anders zu erwarten. Mama, jetzt geh bitte rein. Nein. Weil für deine einzige Tochter okay. Wirst du 2 Minuten Zeit haben. Schau doch mal her, jetzt ist natürlich schon passiert. Überall in Drogenträgerung. Jetzt ist mir auch schon wurscht. Geh weiter, zieh mir wenigstens meine Stiefel aus, wo ich sowieso immer so schlecht rauskomme. Supporst, Mama. Na, jetzt geh weiter, hopp. Wie du wieder rumlaufst. Ja, mei, wie soll ich denn rumlaufen, hä? Soll ich vielleicht im Cocktailkleid die Beete umgraben und das Unkraut rupfen? Hat der Papa schon recht, mein Gott, na, ihr junge Leute habt vielleicht so eine Ahnung von der Arbeit. Apropos Papa, wo ist denn der eigentlich? Der schneidet gerade die Stachelbeersträucher. Also doch Stachelbeeren. Ja, scheint so. Also pass auf, Mama. Ja. Schau dir diesen Briefumschlag mal ganz genau an. Weißt du, wo der herkommt? Na, sag einmal, machen wir jetzt vielleicht einen Quiz? Hä? Da hättest du mich vielleicht nicht extra vom Garten reinholen brauchen, damit du mir einen Briefumschlag unter die Nase holst. Mama, hä? Dieser Brief ist aus London. London. Kennst du da jemand in London? Gell? Das ist da, wo es irgendwie so neblig ist. Mama, hä? Ich krieg den Job als Au-pair-Mädchen. Was sagst du denn jetzt? Open-Air-Mädchen? Ja, was ist denn das? Au-pair-Mädchen. Hey, das ist sowas ähnliches wie der Kindernadel. Ja, willst du vielleicht nach London? Sehr richtig. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Du, Mama, jetzt machst du aber einen Punkt. Du hast keinen Ton dagegen gesagt, wenn ich auf die Anzeige in der Zeitung geschrieben habe. Und jetzt machst du vor mir so ein Theater. Das kann doch ich nicht ahnen, dass die ausgerechnet dich nehmen. An den schneeweißen Strand, auf den großen Gewässer schaukeln die Segeln, die bunten. Und von der Ferne hört man die Klänge einer Hawaii-Gitarre. Hallo, alle, hä? Spring mir nicht raus. Kaffeebraune Mädchen, nur mit Blütenkränzen bekleidet, schwingen sich in den Hüften. Nach den Klängen einer Sphärenmusik, die Luft ist heiß und wir beide, die Luise und der Willi Obermüller, liegen träge, einen Cocktail schlürfend in einer Hängematte und schaukeln Hand in Hand, eingelullt vom warmen Wintersüßsee nach den Klängen einer Hawaii-Gitarre. Hallo, hallo, wing, ist der 10. fertig? Was ist das, Rastro? Was denn? Hast du einen Vogel? Warum denn? Bist du übergeschnappt, hä? Wieso denn? Also, was hast du denn jetzt auf einmal mit den Hawaii? Ja, gleich weiter, da wackelt auf einmal mit dem Hintern da herum umeinander und stellt sich leicht bekleidete Mädchen vor. Aber jetzt glaube ich es wirklich so weit. Luisa, bitte Luisa, du fahrst ja mit. Du brauchst nicht eifersüchtig sein. Du siehst ja die nackten Weiber auch, oder? Nein, nicht da. Wir buchen unseren Traumurlaub. Ich will nicht haben, dass du zwischen Einweggläsern und Kartoffelpuffer verwelkst. Für mich hast du heute schon ein bisschen zu viel Sonne erwischt. Nein, ich war noch nicht in Hawaii. Also, ich wasche jetzt auf jeden Fall an Felix seine Wäsche. Ja. Und für dich wär's auch ganz gut, wenn's da ein bisschen was Produktives machen darfst, damit dir deine Hawaii-Flausen vergehen. Luisa? Aber auf andere Gedanken habe ich dich gebracht, gell? Ja. Das meinst du auch bloß du. Hä? Ich denk doch an gar nichts anderes als wir an unsere drei. Mein Gott, nein, was wird denn bloß aus den Kali werden? Hä? Du weißt, um den habe ich am allermeisten Angst. Warum denn? Wirst sehen, der wird auf einmal als Rasputin verschnitten herkommen. Hä? Ja, wir sollen alle umeinander laufen, nicht? Mei, und dann der Felix, mein Burli. Mei, er muss zu einem wildfremden Mädel ziehen.
Nein, sag einmal, Willi. Ist das der Erfolg von über 20 Jahren Erziehung? Bringen wir doch auf den Schritten auf. Los, Gustav. Wir sind ein Freund, oder? Sowieso, bleiben wir da. Naja, so gut. Nachdem die Herren schon wieder auf die Freundschaft angestoßen haben. Was ist, Luise? Gehen wir zu uns rüber, trinken wir eine Tasse Kaffee. Du, ich habe einen ausgezeichneten Erdbeerkuchen. Ihr wart sowieso schon lange nicht mehr bei uns. Was? Ja, weißt, eigentlich hätten wir keine Zeit. Ja, das lassen wir nicht gelten. Ja. Also ob jetzt wir bei euch rumsitzen oder ihr bei uns, der Nachmittag ist sowieso schon hin. Also jetzt geht's weiter. Gustav, ich bin im Arm. Das spielt ein paar Rollen. Wir sitzen ein bisschen zusammen und trinken einen Kaffee. Ja, wenn es nichts ausmacht, wenn ich mit dem Zeug komme. Nein, das macht nichts. Ja. Also, was machst du denn da? Was machst du denn da? Wegrennen, das bin ich gewohnt von daheim. So. Also Luise, und bei dir ist es auch gut, wenn du endlich einmal auf ein bisschen andere Gedanken kommst. Ja. Willi? Ja. Hallo. Was hat's denn? Was sie hat? Ja. Naja. Jetzt hat sie nicht vor, das war. Papa! Mama! Hier bei Obermüller. Ah, du bist das, Angie. Ja, sag mal, warum kommst denn du nicht? Ja, geh einkaufen, kommst doch später auch. Der Papa und die Mama wollten dich doch kennenlernen. Na schau, und ich wollte ja eigentlich auch nochmal mit dir reden. Was? Na, pass auf, es geht um das. Ich möchte nicht umsonst bei dir wohnen. Ich möchte einen Teil der Mietskosten und einen Teil des Unterhalts zahlen. Na, ich zahle oder ich ziehe bei dir nicht ein. Ja, dann ziehe ich eben wieder aus. Ich will auch nicht in die Firma von dem Papa. Ich möchte durch meine eigene Leistung vorwärts kommen und nicht durch Protektion. Ja, da bin ich halt läppisch und kindisch auch noch. Ich weiß, dass ich bloß ein paar Mageln hab, aber ich lass mich nicht von einer Frau aushalten. Da bin ich halt eigensinnig. Geh, Schatz, jetzt sei mir halt nicht fies. Du, wir reden weiter, wenn ich wiederkomme, gell? Also, Bussi, vierte. Nein, die Neure. Papa! Mama! Glaubst du es? Jetzt bin ich einen Tag aus dem Haus und habe bereits keine Kontrolle mehr über die Freizeitgestaltung meiner Eltern. Ja, das tue ich sowieso. Ja. Und was tust du? Ich fahre in die Stadt ins Reisebüro und hole Reiseprospekte und dann buchen wir unseren Traumurlaub. Ne? Heute Nacht ist mir blitzartig eingefallen, wo wir zwei hinfliegen. Jetzt wachst du aber vielleicht schon mal langsam, gell? Ja, denn? Ich mag ja gar nicht fliegen. Ja, da wird man bestimmt schlecht. Ja, das probieren wir heute halt aus. Ja. Außerdem weiß ich auch schon, wohin wir fliegen. Nach Hawaii. Da waren unsere Nachbarn noch nicht. Sag mal, hast jetzt du einen Vogel? Wieso denn? Aber was willst denn du in Hawaii? Luisa, ne? Hör dir doch schon mal den Namen. Hawaii. Schau, wie das klingt. Das zergeht auf der Zunge wie der Vanilleeis in der Sonne. Ich sehe direkt schon die Palmen, wie sie sich im Winde wiegen. Leise plätschern die Wellen an den schneeweißen Strand. Auf den großen Gewässer schaukeln die Segeln, die bunten. Und von der Ferne hört man die Klänge einer Hawaii-Gitarre. Hallo, alle, ha? Spring mir nicht raus. Kaffeebraune Mädchen, nur mit Blütenkränzen bekleidet, schwingen sich in den Hüften. Nach den Klängen einer Sphärenmusik
Die Luft ist heiß und wir beide, die Luise und der Willi Obermüller, liegen träge, einen Cocktail schlürfend in einer Hängematte und schaukeln Hand in Hand, eingelullt vom warmen Wintersüßsee nach den Klängen einer Hawaii-Gitarre. Hallo, hallo, moin. Bist du jetzt endlich fertig? Was ist das Glas drauf? Sag mal, was denn? Hast du einen Vogel? Was denn? Oder bist du übergeschnappt, hä? Wieso denn? Also was hast du denn jetzt auf einmal mit den Hawaii? Ja, gleich weiter. Da wackelt auf einmal mit dem Hintern da herum umeinander und stellt sich leicht bekleidete Mädchen vor. Aber jetzt glaube ich es wirklich soweit. Luisa, bitte, Luisa, du fahrst ja mit. Du brauchst nicht eifersüchtig sein. Du siehst ja die nackten Weiber auch, oder? Angefangen. Na ja, und hätte gemeint, das letzte deutsche Mädchen hätte sich auch nicht so angestellt. Ja, und dann habe ich es mit der Angst gekriegt. Dann hat er mich am Arm festgehalten und die Kinder haben zum Blären angefangen. Und dann ist Gott sei Dank seine Frau gekommen. Und dann hat's dich natürlich rausgeschmissen. Mich? Er hat's rausgeschmissen. Mein Felix, das hätt's dir erleben sollen. Naja, auf jeden Fall habe ich geschaut, dass ich so schnell wie möglich einen Flug krieg und hab meine Sachen gepackt. So, jetzt war's das. Ja, mir wird halt bloß hin mir Angst, was der Papa und Mama sagen, wo ich doch so unbedingt hab vortun. Drum soll ein Kind die weisen Lehren der alten Leute stets verehren. Felix, du bist mein Bruder und du musst mir jetzt helfen. Nein, also, das werden wir jetzt. Mein Dorle ist da. Mein Gott, mein Dorle. Mama, grüß dich. Ich bin wieder da. Das war eine vollkommen überflüssige Bemerkung. Dorle, ist alles in Ordnung mit dir? Bist du gesund oder bist du krank? Nein, nein. Oder bleibst du jetzt wirklich wieder daheim? Ja, Mama. Ja. Mama, das waren die schlimmsten 3 Wochen meines Lebens. Und ich versprich das, ich werde ganz bestimmt nimmer meckern. Willi! Ja. Kali! Komm, schnell, rein, schnell! Oh mein Gott, ja, ich schnell ab. Bist du vielleicht auch wieder da? Ja. Ist in London immer noch so viel Nebel? Ja. Sei mir nicht böse, ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Ist ja recht, Marl. Mei, wie rührend, gell? Also bevor jetzt die ganze Familie in Freuden und Rührungstränen ausbricht. Ja, und du, Kali, bist du vielleicht auch wieder da? Ja, das siehst du doch. Und wir drei, wir gehen jetzt gleich hinauf und klären die Zimmerfrage, gell? Ja. Weil eine Nacht in deinem rosa Spukschloss und ich bin reif fürs Narrenhaus. Was tust denn du in meinem Zimmer? Hm. Also das tue ich auf keinen Fall, dass der in meinem Zimmer ist, Mama. Du, was heißt doch der? Ich bin immer noch dein geliebter Bruder, gell? Luise, hörst du vertraute Töne? Es ist eine Ruhe, ich geh jetzt in Ruhe hinauf und genauso in Ruhe werde ich die Zimmerfrage klären, ne? Eine Nacht wird es schon gehen und morgen Abend machen wir die Zimmer wieder um, gell? Also Mama, das finde ich wirklich unfair, dass du dem Kali einfach mal schön ins Zimmer gibst. Hast du nicht zuerst gerade gesagt zu mir, dass du nie mehr meckern wirst? Geschwister, sei doch friedlich. Sei mir doch froh, dass wir uns wieder haben. Ja. Genau, und ich trage jetzt deinen Koffer vom Garten rein. Ja, ja, halt einmal. Wer bin ich denn? Was ist denn jetzt passiert? Ja, die Gelegenheit ist jetzt einmalig. Jetzt werde ich erst einmal klar Schrift machen. Marsch, trag deine Koffer selber rein. Spinnst jetzt? Dir werde ich gleich sagen, wer da spinnt, gell? Du hast mir doch nichts zum Anschaffen, das merkst du. Wir sind jetzt wieder daheim, aber wir lassen uns nicht mehr von vorn bis hinten bedienen. Vor allem von der Mama, ist das klar? Ja, nach dem anderen wieder daher, so geht es nicht. Du bist da. Wieso bist du auf einmal wieder da? Ich mache jetzt einen Kaffee, zur Beruhigung. Du weißt genau, dass mich ein Kaffee aufregt. Sag mal, also, ich höre. Hier sitzen der für mich schon, oder? Ja, Rick, kein Schmarrn. Papa, ja? Ich hab's der Mama schon erzählt. Ich weiß, es war ein Riesenfehler, dass ich gleich zur Anschützung bin. Aber ich hab halt gemeint, weißt du schon? Hast gemeint, ja, ja. Ich will dir mal was sagen, Bruder. Diese Spielchen, die haben zu meiner Zeit schon nichts getaugt. Und taugen heute noch nichts. Aber ihr Junge, ihr seid ja so gescheit, ihr wisst ja alles besser. Und wir Alten sind total vertrottelt und verblödet. Das hab ich nie gesagt, Papa. Aber denkt hast du das. Ich will dir mal was sagen.
Das ist gar, das macht gar nichts aus, dass du mal richtig auf die Nase gefallen bist. Aber den Zirkus nochmal möchte ich nicht mehr erleben, ist das klar? Klar, Papa. Ich bin ja so froh, dass ich wieder da bin. Ja. Und noch was, Papa, ja? Wenn es dir nichts ausmacht, ich helfe ab und zu im Garten. Ich meine, die Erdbeeren schmecken mir ja auch. Was? Ja, und wenn du mal gerade selber keine Zeit hast, ich war schon deine Art, da bin ich nicht so. Du? Ja, dir musst ja furchtbar dreckig gegangen sein. Servus, Papa. Ha, der Felix, ja, grüß dich. Ja, da bist du am Ende auch wieder da? Freilich. Ja. Der zweite verlorene Sohn geht auch den heimatlichen Herd zurück. War wohl nichts mit der großen Freiheit, hä? Oh, mein Papa. Sowas von einem perfektionierten Chaos, wie in der Studentenbude, das kannst du dir nicht vorstellen. Okay. Du, zu Achter haben wir ein Bad gehabt, so ist schon mal losgegangen. Mhm. Ja, Trompete spielen habe ich auch nicht können, weil sich immer irgendeiner aufgeregt hat. Ja, du, da, das nervt mit der Zeit, da kriegst du einen Vogel. Na, hör auf. Es gibt jemanden, der dich mehr nervt wie wir? Ja, du, nachdem ja zwei Drittel der Uni mit Fremden, mit weiblichen Wesen belegt ist, ja? Du, da bist du ja den ganzen Tag mit Weibern umzingelt. Ja, das hält auf die Dauer kein Mensch aus. Ja, ja. Kann ich dir nachfühlen. Ja. Mir hat einer schon geschafft. Ja. Du, Karl, in dein Zimmer kannst du übrigens nicht mehr rein, da bin ich jetzt eh drin. Sag mal, spinnst du ein bisschen? Ja, tut mir leid, aber die Mama hat aus meinem Zimmer eine Werkstatt gemacht, so. Zurzeit nicht beziehbar. Ja, gehst du da in Dorlier Zimmer, das steht ja leer. Was in der Dorlier Zimmer? Ja. In diesem gerüschten Albtraum in Rosa. Und da haut's mir erst recht am Vogel hinaus. Du kannst sofort wieder in deine Studentenbude zurückkehren, kein Mensch hält dich auf. Also Papa, weißt du? Was? Katzen. Genau wie der Papa. Warum geht der Papa? Aber das Gleiche hat der Papa auch gesagt. Aber weißt du, Kalli, es ist halt so furchtbar schwer. Hey, Kalli, du bleibst schon daheim, bei mir. Ja. Kalli, du kriegst extra ein Trompetenzimmer. Ja. Am besten am Keller drüben. Weißt du, da kannst du Trompeten so laut und so lang, wie du willst. Ja. Hauptsache, du bleibst bei mir. Ja, das ist schön, Mama, dass du mir extra ein Trompetenzimmer einrichst. Aber ja. Weißt du, Mama, die Sache ist die, ich weiß, dass vielleicht der Moment jetzt ein bisschen unpassend ist, aber es geht ja praktisch in einem Aufwasch. Weil aufregen tust du ja sowieso schon. Willst du vielleicht auch? Mama, schau, du weißt doch, dass ich schon lange auf einen Platz in der Studentenbude wart. Ja, und den habe ich jetzt gerührt. Schau, bei uns ist doch alles so beengt. Du, denk doch in der Früh, wir gehen uns doch alle auf die Nerven. Entweder dir, am Papa oder der lieben Schwester. Und das frustriert mich mit der Zeit ganz schön. Mhm. Ja, wir drehen uns doch praktisch in den kleinen Häusl, wir Fünfe. Du lebst jetzt über 20 Jahre in dem nicht so kleinen Haus und es hat dich bis jetzt noch keiner zertreten. Geh, Mama, das ist doch nicht wörtlich gemeint. Denk doch an die täglichen Aufzüge, wenn einer ins Bad rein will. Ja, immer wenn es besonders pressiert, dann sitzt einer stundenlang auf dem Häusl. Aha, und in dieser vielgepriesenen Studentenbude, da hat wohl ja jeder seine eigene Toilette, hä? Geh, Mama, das ist doch gar nicht das Problem. Musst du das nicht einsehen? Schau, wir gehen uns schlicht und einfach auf die Nerven. Ja, die Zeit ist reif und das ist das Problem. Ich gehe dir also auf die Nerven. Mama. Aha. Deine Mama geht dir auf die Nerven. Ist schon recht. Sehr gut zu wissen. Hey Mama, red bitte nicht wieder Hochdeutsch, gell? Du übrigens, lieb schaust das. Wieso lieb? Du, die Vogelscheuchen hinten am Acker, die ist nur halb so attraktiv als wie du. Und dann deine wollenen Socken, sei mir nicht böse, aber das ist der absolute Abschuss. Also weißt du, Kalle, das ist jetzt eine Frechheit gewesen. Weide dich nur an meinem Kummer. Nach meiner Persönlichkeitsfindung fragt ja kein Mensch. Auf mir kann man ja rumtrampeln. Ich bin ja nur eine Mutter. Geh, Mama. Das war doch nicht so ernst gemeint. Ich habe ein bisschen einen Spaß gemacht. Ich wollte ein bisschen aufheitern. Das ist dir sehr gut gelungen. Ich danke dir. Gib, Mama, jetzt aber. Komm, ich helfe dir in deinen Stiefel hinein. Geh her. Geh zu! Du sollst Trompeten, habe ich gesagt. Ach so?
Ja, auch recht. Also, Mama, du weißt Bescheid. Und du weißt, ich rede euch nie. Ja, die Zeit ist reif und das ist das Problem. Ich gehe dir also auf die Nerven. Mama. Aha. Deine Mama geht dir auf die Nerven. Ist schon recht. Sehr gut zu wissen. Hey Mama, red bitte nicht wieder Hochdeutsch, gell? Du übrigens, lieb schaust aus. Wieso so lieb? Du, die Vogelscheuchen hinten am Acker, die ist nur halb so attraktiv als wie du. Und dann deine wollenen Socken, sei mir nicht böse, aber das ist der absolute Abschuss. Also weißt du, Kalle, das ist jetzt eine Frechheit gewesen. Weide dich nur an meinem Kummer. Nach meiner Persönlichkeitsfindung fragt ja kein Mensch. Auf mir kann man ja rumtrampeln. Ich bin ja nur eine Mutter. Geh, Mama. Das war doch nicht so ernst gemeint. Ich habe ein bisschen einen Spaß gemacht. Ich wollte ein bisschen aufheitern. Das ist dir sehr gut gelungen. Ich danke dir. Geh, Mama, jetzt aber. Komm, ich helfe dir in deinen Stiefel hinein. Geh her. Geh zu! Du sollst Trompeten, habe ich gesagt. Ach so? Ja, auch recht. Also, Mama, du weißt Bescheid. Und du weißt, ich rede euch nie was drein. Aber ich an deiner Stelle, ich würde mir das sehr gut überlegen. Siehst, Mama, und das ist auch ein Grund, warum ich mir das nicht mehr lang überlege. Weil jedes Mal, wenn du dich einmischst in unsere Angelegenheiten, beginnt dein erster Satz mit der allbekannten These. Ihr wisst's, ich rede euch nie was drein, aber und so weiter, und so weiter, und so weiter. Das ist doch allerhand. Abwarten. Mama? Was ist denn? Mama, wo ist denn mein kurzer schwarzer Rock schon wieder? Ja, Kleiderschrank, wo er halt hingehört. Da ist er eben nicht. Also nicht? Nein. Ach, Jesus, ja, du, ja? Den habe ich zerschnitten und habe Schurbutflappen draus gemacht. Sag einmal, Mama, bist du wahnsinnig? Ja, wieso denn? Der war ja nicht mehr wert. So eng und so kurz, wie der war. Und übrigens, wenn wir jetzt gerade dabei sind, willst du vielleicht mit diesem Hoden, den du wahrscheinlich Pullover nennst, auch so auf die Straßen aus? Mama, du hast einen meiner besten Röcke mutwillig zerschnipselt. Und jetzt sagst du zu diesem Pullover aus der ersten Boutique in der Stadt, Hodern. Ja, Hodern, sag ich. So, und da wunderst du dich, wie man aus diesem Haus die Flucht ergreift. Auf alle Fälle schaust du jetzt aus mit der Hosen, als wie wenn du eine enge, viel zu enge Wurstkaut hineingepresst warst. Einfach schau. Ja, und vor ein paar Tagen, seine Frau war gerade in der City Shopping, da hat er... Was hat er? Erst umeinandertappen hat er angefangen. Naja, und hätte gemeint, das letzte deutsche Mädchen hätte sich auch nicht so angestellt. Ja, und dann habe ich es mit der Angst gekriegt. Dann hat er mich am Arm festgehalten und die Kinder haben zum Blären angefangen. Und dann ist Gott sei Dank seine Frau gekommen. Und dann hat es dich natürlich nicht ausgeschmissen. Mich? Er hat es ausgeschmissen. Mein Felix, das hätte es erleben sollen. Naja, auf jeden Fall habe ich geschaut, dass ich so schnell wie möglich einen Flug kriege und habe meine Sachen gepackt. So, jetzt war es das. Ja, mir wird halt bloß hin mir Angst, was der Papa und Mama sagen, wo ich doch so unbedingt hab vortun. Drum soll ein Kind die Weisen lehren, die alten Leute stets verehren. Felix, du bist mein Bruder und du musst mir jetzt helfen. Ja, also, das mal. Mein Dorle ist da. Mein Gott, mein Dorle. Mama, grüß dich. Ich bin wieder da. Das war eine vollkommen überflüssige Bemerkung. Dorle, ist alles in Ordnung mit dir? Bist du gesund oder bist du krank? Nein, nein. Oder bleibst du jetzt wirklich wieder daheim? Ja, Mama. Ja. Mama, das waren die schlimmsten 3 Wochen meines Lebens. Oh. Und ich versprich das, ich werde ganz bestimmt nimmer meckern. Willi! Ja. Kalle! Komm, schnell rein, schnell! Mein Gott. Ja, ich schnell ab. Bist du vielleicht auch wieder da? Ja. Ist in London immer noch so viel Nebel? Papa, ja? Sei mir nicht besser, ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Ist ja recht, Marl. Mei, wie rührend, gell?
Also bevor jetzt die ganze Familie in Freuden und Rührungstränen ausbricht. Ja, und du, Karli, bist du vielleicht auch wieder da? Ja, das siehst du doch. Und wir drei, wir gehen jetzt gleich hinauf und klären die Zimmerfrage, gell? Ja. Weil eine Nacht in deinem rosa Spukschloss und ich bin reif fürs Narrenhaus. Was tust denn du in meinem Zimmer? Also das tue ich auf keinen Fall, dass der in meinem Zimmer ist, Mama. Du, was heißt da der? Ich bin immer noch dein geliebter Bruder, gell? Luise, hörst du vertraute Töne? Es ist eine Ruhe, ich gehe jetzt in Ruhe hinauf und genauso in Ruhe werde ich die Zimmerfrage klären, ne? Eine Nacht wird es schon gehen und morgen Abend machen wir die Zimmer wieder um, gell? Also Mama, das finde ich wirklich unfair, dass du dem Karli einfach mal schön ins Zimmer gibst. Hast du nicht zuerst gerade gesagt zu mir, dass du nie mehr meckern wirst? Geschwister, sei doch friedlich. Sind wir doch froh, dass wir uns wieder haben. Ja. Genau, und ich trage jetzt deinen Koffer vom Garten rein. Ja, ja, halt einmal. Wer bin ich denn? Was ist denn jetzt passiert? Ja, die Gelegenheit ist jetzt einmalig. Jetzt werde ich erst einmal klar Schiff gemacht. Marsch, trag deine Koffer selber rein. Spinnst jetzt? Mama, du hast schon wieder Stachelbeeren in die Ohren. Was? Komm mal rein, ich hab da nämlich ganz was Wichtiges zum sagen. Das geht jetzt nicht, ich bin doch mitten unter der Gartenarbeit da. Schau meine Stiefel an, wie viel Dreck das sind. Was willst du denn? Mama, du musst dich unbedingt hinsetzen, weil Viridikin haut sich sowieso gleich um. Ja, dann ist sowieso nichts Gescheites. Ist ja auch bei der Familie nicht anders zu erwarten. Mama, jetzt geh bitte rein, weil für deine einzige Tochter wirst du schon 2 Minuten Zeit haben. Schau mal her, jetzt ist natürlich schon passiert. Überall trage ich einen Dreck rum. Jetzt ist mir auch schon wurscht. Geh weiter, zieh mir wenigstens meine Stiefel aus, wo ich sowieso immer so schlecht rauskomme. Du weißt, Mama. Na, jetzt geh weiter, ab. Wie du wieder rumlaufst. Ja, mei, wie soll ich denn rumlaufen, hä? Soll ich vielleicht im Cocktailkleid die Beete umgraben und das Unkraut rupfen? Hat der Papa schon recht, mein Gott, na, ihr junge Leute, habt vielleicht so eine Ahnung von der Arbeit. Apropos Papa, wo ist denn der eigentlich? Der schneidet gerade die Stachelbeersträucher. Also doch Stachelbeeren. Ja, scheint so. Also pass auf, Mama. Ja. Schau dir diesen Briefumschlag mal ganz genau an. Weißt du, wo der herkommt? Na, sag einmal, machen wir jetzt vielleicht einen Quiz, hä? Da hättest du mich vielleicht nicht extra vom Garten reinholen brauchen, damit du mir einen Briefumschlag unter die Nase holst. Mama, dieser Brief ist aus London. London. Kennst du da jemand in London? Gell, das ist da, wo es irgendwie so neblig ist. Mama, hä? Ich krieg den Job als Au-pair-Mädchen. Was sagst du denn jetzt? Open-Air-Mädchen? Ja, was ist denn das? Au-pair-Mädchen. Hey, das ist sowas ähnliches wie der Kindernadel. Ja, willst du vielleicht nach London? Sehr richtig. Ich bin ich dagegen. Tja, du bist aber überstimmt. 2-1. So, und jetzt rufe ich die Susi um. Das muss ja unbedingt erzählen. Also, was ist, Willi? Das war nicht schön von dir, dass du mir so in den Rücken fällst, wo du ganz genau weißt, dass ich ausdrücklich dagegen bin. Luisa, du bist ja immer und grundsätzlich dagegen, wenn unsere Kinder nur den Ansatz eines Versuches machen, ihre Nasen aus dem Nest zu stricken, oder? Das ist möglich, aber wir hätten drüber reden können. Und vor allem ohne Dorle. Und ich finde es einfach gemein, so über meinen Kopf hinweg zu entscheiden. Mhm. Jetzt weißt du, wie das ist. So machst du mir seit Jahren, ne? Außerdem macht mir das gar nichts aus, wenn unsere Kinder mal Flücke werden.
Die hängen und sitzen uns schon lang genug auf unsere Taschen, auf unsere Nerven. Nein, jetzt übertreibst du mal wieder. Muss ich denn übertreiben? Nein, übertreib nicht. Ich freue mich, dass der Storni den Anfang macht, ne? Und deine Buben, das ist gar kein Haus, jetzt sind viel zu bequem, dass sie mal die Kurve kratzen, ne? Mein Gott, wie redst denn du von deinen Kindern? Kurven kratzen? Ja, sei doch froh, dass sie die häusliche Wärme noch suchen und sich nicht auf der Straße rumtreiben. Häusliche Wärme? Ja. Ja, die suchen schon zur richtigen Zeit. Die wissen es ganz genau, um das auszunützen. Brauch bloß an meine Telefonrechnung, Dinger. Da geht mir der Blutdruck auf 180. Ach, ah. Was glaubst du, wie lange das Gespräch mit der Susi wieder dauert? Hm? Jetzt bist ja bald deine einzige Tochter los. Was? In die Fremde wird sie hinausgestoßen, in die raue Wildnis. Luise. Ohne Schutz und ohne Hilfe. Mei, bitte dramatisiert und die Sache nicht. Das Kind wird nicht gestoßen, die geht von selber. Und ausgerechnet nach London, da wo es ununterbrochen neblig ist. Nur beim Sherlock Holmes, ja? Ma, also Gomez, vielleicht du machst es doch ein bisschen leichter wird's für dich dann, ne? Weil die Kinder, die müssen einfach die Nabelschnur durchbeißen, ne? So, meinst du? Ja, meine ich. Meinst du? Ja. Ja. Dann fragst du mal einen Kali. Ja, dann wirst du schon sehen, was auch wenn sie noch jung ist, die Dani, noch ein Kind, aber das macht nichts. Die sollen auch erwachsen werden, ne? Sonst werden sie sowieso gescheit. Ja, und jetzt gebe ich den Garten zu meinen Stachelbeerstreicher. Eins hast du noch nicht begriffen, dass die Zeit gekommen ist. Das ist das Problem bei dir. Ja, da. Hauptsache, dass du nicht wieder einen Regen ins Wohnzimmer reingegangen hast, gell? Überhaupt nicht zu glauben, dass das Mädel ohne Vorwarnung einfach fortgeht von daheim. Ich konnte es überhaupt nicht glauben und noch dazu so weit weg. Das halte ich nicht aus. Kali! Ich bitte dich, hör zu. Ist schon die absolute Superlative. Ja. Ich sag dir was, diese Strände, makellos weiß, gell? Ja. Und diese Eingeborenen. Makellos schwarze, weißt du, ja. Nein, die rennen den ganzen Tag rum und kehren die Strände, gell? Ja, was denn die Strände kehren? Ja. Das habe ich auch noch nicht gehört. Da und die Hotels. Ich sag dir, was sowas von einem Komfort kannst du dir einfach nicht vorstellen. Ich war? 3 Kilo habe ich hingefordert. Dabei sind die Leute drunten sowas von arm, dass der direkt weh tut, wenn du das mit anschauen musst. Ja, dann fahr halt nicht hin, dann siehst du das nicht, ne? Du bist schon gut. Ja. Die leben doch von unseren Devisen. Was von unseren Devisen? Von unseren Devisen. Ach so. Die müssten doch sonst glatt verhungern. Ah, ach so. Aus reiner Menschenfreundlichkeit fasst du in der Wegschicht umeinander. Ja, die sind doch auf uns Touristen direkt angewiesen. Ja? Ja, ich muss schon sagen, manchmal habe ich direkt ein schlechtes Gewissen gekriegt. Weißt du, wenn du da so da hockst, vor deinem Martini stehst und, ja, und die halb verhungerten Einheimischen sind ein paar Meter weiter weg und strecken die Hand aus, gell? Nach dem Martini? Nein, nach dem Zeit, oder? Also, oder was du denen halt gibst. Ja. Ja, meine Emma, die hat einen ganzen Sack voller T-Shirt dabei gehabt und hat es unter das Volk verteilt. Ja. Sagt, da seine Freude haben die Leute gehabt. Die Hände haben sie halber geküsst, ja, vor lauter Freude über die Hadern, die wir sowieso in Kleidersammlung geschmissen haben. Ja. Aber da drunten tust du halt noch kurz Werk damit. Ja, ja. Aha, da bist du also mit gutem Gewissen wieder nach Hause geflogen, ne? Ich weiß nicht, du hast halt ein bisschen einen aggressiven Unterton, oder täusch ich mich? Oder da täusch ich dich. Luise! Ja? Was ist denn? Komm, geh mal her. Mein Gott, nein. Ja? Ich kann doch nicht alles gleich weggeschmeißen, ja, oder? Grüß dich, Gustav. Ja. Ich will nicht zirken mit Stiefeln aus. Ja, ja, weiter, ja. Helfen wir wenigstens. Also, ja. Ja. Ah, den anderen auch gleich. Ja. Ah, danke dir. Na, Gustav, schon wieder zurück von deinen Maledings da, hä? Malediven meinst du? Ah ja, ja, freilich die Malediven. Da waren wir doch voriges Jahr. Heuer waren wir doch auf Jamaika. Jamaika? Ja. Das kommt mir eigentlich bekannt vor. Mhm. Ja, ja, freilich, da haben wir ja einen Ruhmverschnitt, gell? Ja, ja. Ich mach jetzt gleich einen Kaffee. Ja. Ja. Ja, Gustav, sei froh, dass du keine Kinder hast. Das bin ich ja. Meinst du, wir könnten uns sonst solche Reisen leisten? Du, es geht nicht ums Reisen. Es geht darum, dass du dein ganzes Leben lang arbeitest, dich anstrengst und sorgst, dass die Kinder groß und erwachsen werden, endlich auf eigenen Füßen stehen. Was ist dann? Dann geht der Zirkus erst los.
Und das will diese Glucke da drin nicht glauben. Dass es einfach der Lauf der Welt ist, ne? Ja, doch meine Worte. Macht es euch doch auch einmal schön. Na ja. Gönnt euch doch einmal was. Du, wir haben uns die Buben, da kommt nicht einfach abhauen. Geh her doch auf, die sind doch auch nicht mehr in die Windeln. Die Papa, respektiert bitte schon meine tiefsten Gefühle. Also, soweit ich mich erinnern kann, vor einem halben Jahr war die Frau deines Lebens so ein Tippen am Sell aus dem Starbüro, ne? Ist die nicht mehr aktuell, oder? Geht zu, die war doch nichts weiteres wie unreifes Grünzeug. Was? Völlig unbedarft und nichtssagend. Mei. Wie sich der Wortschatz einer Frau bei dir schnell ändert, ja? Und die jetzige Frau fürs Leben, wer ist das? Papa, ich mach's kurz und schmerzlich. Ja? Meine Zivilklamotten sind schon bei ihr. Was? Ja, sie hat Eltern mit ziemlich viel Kohle und die haben ihr ein Apartment eingerichtet und ich zeig zu ihr. Du. Aha. Ja, ich stelle es euch natürlich demnächst vor, ist ja logisch. Na, das ist aber nett von dir. Ja, ich bin eigentlich nur noch warm gekommen, weil ich der Mama die Sachen zum Waschen bringen wollte. Ah. Das ist sehr großzügig von dir, wie man sie sagt. Ich hab's doch gewusst, dass du mich verstehst, Papa. Ja. Schau, ich bin jetzt schließlich erwachsen. Ja. Ich möchte auch langsam was von meinem Leben haben. Mhm. Und da habe ich so meine gewissen Vorstellungen. Ja. Das verstehst du doch, Papa. Natürlich verstehe ich das. Ich verstehe alles. Das heißt also fast alles. Bist du nett und bringst das kleine Mama schon in Bein. Was? Halt, Moment! Du kannst es doch. Moment. Du bist doch jetzt ein Mann geworden, habe ich gerade gehört, ne? Also kein Feigling. Ja, das nicht. Aber die Mama, kennst das doch, sie nimmt immer alles so furchtbar tragisch. Ja, und das ist das Problem. Sehr richtig. Ich kenne die Mama. Beste wie ihr Rotznasen alle miteinander. Und zwei von euch haben der Mama heute sehr weh getan. In ihrem jugendlichen Leichtsinn. Und ich habe es leider nicht verhindern können. Und wenn du jetzt der Mama auch noch wehtun willst und gibst ihr den Rest, dann machst du das selber, gell? Ich hab genug mit anzuhören, was mir die Mama dann zu sagen hat. Papa, mach doch das Ganze nicht noch schwerer, wie es ist. Schwer? Ich mach's nicht schwerer. Ich leg dir auch nichts im Weg. Du kannst deine Steine alle von selber aus dem Weg räumen. Und den größten Stein, den übernimmst jetzt du. Da kommt dein Stein, ne? Felix, mein Burli! Mein Gott, mein du da bist. Weil ich nur die wieder hab. Papa, hilf mir doch! Das ist jetzt dein Problem! Ja. Mama! Ja? Ich finde diesen lila Pulli nicht! Was denn für ein lila Pulli? Ach, glaubst du, in deinem Kleiderschrank ist er auch nichts? Ja, du wärst doch nicht den unmöglichen lila Lumpen, Mutter! Also, Willi, du bist ein Spinner. Willi, das ist Dolly. Glaub mir, das ist unser Dolly. Meine ganze Anstrengung mit Hawaii war wieder umsonst. Oh, ja, das kann ja lustig werden. Ja, Luise. Ja, grüß dich Gott. Ja, immer, grüß dich Gott, immer. Grüß dich, grüß dich. Also, wir sind ja rein zufälligerweise vorbeikommen. Ja. Ich hoffe, dass wir nicht stören. Naja, also ich meine nicht unbedingt, aber der Willi, der wollte gerade in die Stadt nicht und ich wollte halt eigentlich... Ach, das ist doch gar nicht wichtig. Jetzt sitze ich doch gerade mal her. Ich hab dir so viel zum Erzählen. Also Willi, ich kann dir gar nicht verzeihen, was mir passiert ist. Was ist denn? Es ist eine Katastrophe. Ja. Hm? Ja, stellt euch vor. Was? Dieser ganze sündhaft teure Urlaub. Praktisch für die Katz. Habt einen Unfall gehabt? Ach. Noch viel schlimmer. Was? Hat doch tatsächlich meine 2000 Mark teure Kamera, die elektronische, wahrscheinlich versagt. Von 15 Filmen, a 36 Aufnahmen, habe ich sage und schreibe 4 Bilder heimgebracht. Ja und? Was heißt da ja und? Was? Verstehst du die Tragik dieser Tatsache nicht? Das ist ein Drama. Mei, ihr habt Sorgen. No. Also, Luise, da kannst du überhaupt nicht mitreden, ja. Weil du noch nie so eine sündhaft teure Reise gemacht hast. Aber für uns, vor allen Dingen für meinen Gustav, ist es ein unersetzlicher Verlust. Na, warum denn?
Reiseerlebnisse, die hat man doch im Kopf. Da braucht man doch keine Bilder. Ja, aber herzeigen kann man es nicht. Ich meine, man will doch die Eindrücke, die man sich da vermittelt hat, auch weitergeben. An Leute, die sich sowas zum Beispiel nicht leisten können. Wie mir zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Maike, so hat halt jeder seine Probleme. Ja. Schau her, bei uns sind jetzt auf einen Schlag alle drei Kinder aus dem Haus. Du, das ist bitter. Aber Luise, ja sei doch froh, dass endlich aus dem Haus sind. Ja. Aber Luise, schau, überleg doch. Du hast doch nichts als wir Arbeit gehabt mit deinen Kindern. Uns Geld haben sie euch auch aus der Taschen rausgezogen. Ja? Jetzt könnt ihr doch endlich mal euer Leben genießen. Genauso wie mir. Gell, Gustav? Mei, Luise, das wirst du nie verstehen, was das für uns ein Verlust ist. Schau immer, du warst ja nie in der glücklichen Lage, Kinder zu haben. Warum sagst du jetzt das so spitz? Emma, das war nicht spitz. Ja, das hast du aber schon sehr spitz gesagt. Doch, aber bei uns ist es so, der Gustav kann und ich will das nicht anders haben. Und außerdem, unsere Reise.